Nochmal ein herzliches Willkommen zu unserer ADV-Veranstaltung. Zu Beginn möchte ich gerne noch ein paar Hinweise geben. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind stumm geschaltet und können das Video nicht aktivieren. Wenn Sie Fragen haben, bitte stellen Sie diese über den Chat. Bitte warten Sie nicht bis zum Schluss des Vortrags, sonst können wir Sie vielleicht nicht mehr drannehmen. Ich werde die Fragen dann am Ende des Vortrags stellen. Vielen Dank und viel Vergnügen. Jetzt übergebe ich an unseren Generalsekretär, den Herrn Paul Brihoder. Der will ein paar einführende Worte sagen. Herr Brihoder? Ja, sieht man mich und hört man mich? Ja. Gut, sehr schön. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist, wie schon gesagt, Paul Brihoder. Ich bin Generalsekretär der ADV und begrüße Sie zu unserem heutigen ADV Virtuell 2021. Das heutige Thema ist durchaus der Zeit angepasst, nämlich Resilienz in der Arbeits-, in der Berufs- und in der Bildungswelt und in der Weiterbildungswelt. Resilienz, ein Wort, das wir ehrlicherweise vor 2 Jahren entweder nicht gekannt oder nicht verwendet haben. Ich glaube, niemand von Ihnen hat das Wort Resilienz öfter als einmal im Monat, wenn überhaupt, gebraucht. Es war zwar geläufig, dass es das gibt, aber niemand hat es interessiert. Und fairerweise muss man sagen, seit Covid-19 ist dieses Thema in aller Munde. Wir müssen fair sein, wir müssen ehrlich sein zu uns selbst. Österreich, und das ist keine Ausnahmesituation, eigentlich ganz Europa ist wenig bis gar nicht resilient. Resilienz kann man technologisch sein. Da haben uns die Amerikaner ziemlich den Rang abgelaufen, was unser Thema, das Thema Digitalisierung betrifft. Resilienz kann man in den Prozessorientierungen sein, Logistik, Verwaltung, was der Teufel auch immer da dazugehört. Und Resilienz, und das ist einer der wichtigsten Punkte, weil er eigentlich eine Grundvoraussetzung für die beiden anderen Themen sein wird, ist die Kompetenz. Ohne Kompetenz kann ich die Technologie nicht einsetzen, ohne Kompetenz werde ich die Prozesse nicht verstehen. Und Kompetenz in Form von digitaler Kompetenz ist wichtiger denn je geworden. Und die Pandemie hat uns gezeigt, dass es nicht nur wichtig geworden ist, sondern hat auch jetzt gezeigt, wie wenig wir davon hatten oder haben und wie wichtig es ist, dass sämtliche Berufsgruppen, sämtliche sozialen Schichten, eigentlich alle Menschen, neben sinnerfassend lesen, schreiben und rechnen, auch diese vierte, zunehmend wichtige Kultur, die digitale Kompetenz lernen. Und mit diesem Eingangswort möchte ich auch schon wieder enden. Ich freue mich, dass Sie heute da sind. Ich freue mich, dass Sie heute zuhören. Ich freue mich, dass Sie bei ADV Virtuell 2021 mitmachen und übergebe das Wort, indem ich zuerst einmal zurückgebe an die Monika. Monika, hören Sie mich? Ja, Ich vielen hoffe, Dank für die ich Worte. hoffe, irgendwann endet das wieder mal, dass man solche Fragen stellen muss und ganz einfach mit dem Blickkontakt das weitergeben kann. Und übergebe zurück an die Monika und wünsche Ihnen noch einen interessanten, spannenden Tag. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, und unser erstes Thema beschäftigt sich gleich mit dieser digitalen Kompetenz. Valerie Michaelis ist als stellvertretende Generalsekretärin bei Fit for Internet, Verein zur Steigerung digitaler Kompetenzen in Österreich, tätig und unterstützt das Team auf dem Weg Richtung der Standardisierung von digitalen Kompetenzen in Österreich. Valerie, ich darf an dich übergeben. Wunderbar. Herzlichen Dank und einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Zunächst mal die Frage, ob man auch mich hört. Man hört dich, man sieht dich nur noch nicht. Ja, einen Moment, das kriege ich auch noch hin. So, jetzt sollte man mich sehen. Perfekt, ja. Sehr schön. Jetzt kommt die nächste Frage bezüglich digitaler Kompetenz und zwar einmal den Bildschirm teilen und somit die Präsentation freigeben, sodass ich mit dem ersten Thema starten kann. Es freut mich sehr, dass ich Teil dieser Online-Konferenz sein darf und zu dem Thema digitale Kompetenzen vortragen darf. Man sieht jetzt, glaube ich, auch den Bildschirm. Ja, Wunderbar. vielen Dank. Großartig.
Digitale Kompetenzen, ja, wo stehen wir und warum ist das Ganze denn so wichtig bezüglich digitale Kompetenzen? Ich denke, die einleitenden Worte von Generalsekretär Prihoda haben das sehr gut zusammengefasst. Nichtsdestotrotz auch nochmal die Frage, wo stehen wir denn in Europa? Und hier ist der Digitalisierungsindex der EU ein sehr guter Hinweis, der täglich erhoben, nicht täglich, sondern jährlich erhoben wird und so den Fortschritt der Wirtschaft und der Gesellschaft hinsichtlich der Digitalisierung sichtbar macht. Und Österreich hat sich da im letzten Jahr um einen Platz verbessert, was natürlich sehr erfreulich ist, von dem 14. auf den 13. Platz vorgerückt. Nichtsdestotrotz ist auch ersichtlich, dass es in den unterschiedlichen Kategorien einfach noch Aufholpotenzial gibt. Insbesondere mit Blick auf jene Länder, die führend sind. Das sind Finnland, Niederlande, Dänemark, die zu den führenden Ländern gehören bezüglich Digitalisierung und die im Zuge dessen dann auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil haben. Ja, warum sind digitale Skills wichtig? Sie sind wichtig, damit die Digitalisierung bzw. die Effekte, die mit der Digitalisierung verbunden sind, auch gehoben werden können. Es steckt ein Wirtschaftswachstumspotenzial dahinter, das man nicht ignorieren möchte oder kann. Es stecken eine Vielzahl von neuen Arbeitsplätzen dahinter, die man auch nicht ignorieren möchte und die für einen Wirtschafts- und Digitalstandort von großer Bedeutung sind. Aber damit man eben diese auch heben kann und damit diese für einen Standard von Bedeutung werden, ist die Grundlage oder sind die Grundlage digitale Skills. Und es gibt dann noch eine sehr spannende Zahl der Europäischen Union, die besagt, dass 90% der Berufe digitale Basiskompetenzen verlangen. Und das ab 2020. Das ist wahrscheinlich durch die Corona-Pandemie im letzten Jahr nochmal beschleunigt worden oder die Aufmerksamkeit darauf nochmal viel mehr gelenkt worden. Denn es wurde nochmal sichtbarer, nochmal klar, dass digitale Basiskompetenzen für jeden von uns notwendig sind, um viel besser mit solchen Herausforderungen wie die Corona-Pandemie umgehen zu können. Sei es im Privatleben oder sei es im Berufsleben. Und damit möchte ich auch schon die Brücke schlagen zu Fit for Internet. Wir sind der Verein zur Steigerung der digitalen Kompetenzen in Österreich, haben diese sehr spannende Aufgabe und setzen diese um den Weg zu ebnen für einen raschen und standardisierten Aufbau digitaler Kompetenzen. Mit dem Hintergrund, dass genau jene Punkte, die ich im ersten Slide betont habe, eben gehoben werden können, aber damit es auch ein gemeinsames Verständnis für digitale Kompetenzen gibt, im Privatleben wie auch im Berufsleben. Und dafür ist unsere Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Organisationen aus dem HR-Bereich sehr, sehr wichtig. Das heißt mit Unternehmen, die in unterschiedlichsten Branchen und zu Gebieten unterwegs sind, beziehungsweise in diesen ihre Expertise haben, aber nicht nur mit denen, sondern auch mit Bildungs- und Forschungsinstituten, um gemeinsam diese sehr spannende Aufgabe auch bewältigen zu können und eine Grundlage bieten zu können, die digitale Kluft und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Ja. Was ist die Basis unseres Tuns? Die Basis unseres Tuns ist das digitale Kompetenzmodell für Österreich, welches 2019 vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort veröffentlicht wurde. Dieses basiert wiederum auf dem europäischen Framework für digitale Kompetenzen in der 2017er Version. Warum ist es wichtig? Weil es ist eine Weiterentwicklung des europäischen Frameworks. Das damalige 17er Modell hat noch nicht jene Punkte berücksichtigt, die wahrscheinlich im Zuge der Pandemie umso deutlicher geworden sind, wenn ich um den Punkt gehe oder um den Kompetenzbereich Grundlagen und Zugang betrachte. Wir sehen hier auf der linken Seite die Abbildung des digitalen Kompetenzmodells, welches in der österreichischen Variante aus 6 Kompetenzbereichen besteht. Da geht es um Grundlagen und Zugang, Kompetenzbereich 0. Umgang mit Informationen und Daten, Kommunikation und Zusammenarbeit, Kreation digitaler Inhalte, Sicherheit und nicht zu vergessen, ein sehr, sehr wichtiger Bereich, das Problemlösen und das Weiterlernen, das sich über diese ganzen Kompetenzbereiche zieht. Und ich glaube auch mit Blick auf die letzten Monate, wenn man an Homeoffice, an Homeschooling und dergleichen denkt, dann ist es sicher noch einmal sichtbarer geworden, beziehungsweise deutlicher für uns als Individuum, aber auch für Organisationen und Unternehmen, dass genau diese Kompetenzbereiche für ein erfolgreiches Zusammenarbeiten, für ein erfolgreiches Kommunizieren und vor allem sicheres Kommunizieren und Zusammenarbeit wesentlich sind. Das Kompetenzmodell, wie gesagt, besteht aus den 6 Kompetenzbereichen.
In diesen Kompetenzbereichen sind wiederum unterschiedliche Teilkompetenzen aufgeschlüsselt und diese bilden sich dann auf unterschiedlichen Kompetenzstufen wieder, starten mit grundlegend selbstständig, fortgeschritten bis zu hochspezialisiert. Ja, und das Fit for Internet widmen wir uns der DICComp-AT-Methode, das heißt die Umsetzung des digitalen Kompetenzmodells in Österreich und haben in diesem Zusammenhang vier Wirkungsbereiche. Der erste, wie schon erwähnt, ist das digitale Kompetenzmodell. Da geht es um das Standardisieren. Da geht es darum zu sagen, was sind digitale Kompetenzen? Wie kann man diese definieren und somit auch eine gemeinsame Sprache zu haben, ein gemeinsames Verständnis dafür, wie dieses sehr komplexe Feld in einem generischen Modell dargestellt werden können. Das zweite Schritt ist das Evaluieren. Wenn man sozusagen auch weiß, was sind denn digitale Kompetenzen, ist die anschließende Frage gut. Aber wo stehe ich denn mit meinen digitalen Kompetenzen? Dafür gibt es unterschiedliche Instrumente, auf die ich im nächsten Schritt dann auch noch eingehen möchte. Nach dem Evaluieren geht es dann noch ums Weiterlernen, das heißt ums Qualifizieren. Da gibt es in Österreich zahlreiche Angebote von sehr qualifizierten Bildungsanbietern, die hier den Österreicherinnen und Österreichern die Möglichkeit bieten, sich weiterzubilden. Und nicht zuletzt auch noch das Thema Zertifizieren, wo es um den Nachweis beruflicher Anschlussfähigkeit geht, um entsprechend auch das Zertifikat nachweisen zu können, dass die Person über digitale Alltagskompetenz im Berufsleben verfügt. Ja, mit Blick auf das Evaluieren ist in diesem Themenblock ja die Frage, zu sagen, gut, die Basis ist das digitale Kompetenzmodell. Aber über welche Kompetenzstufe muss ich denn verfügen, um einerseits im Privatleben digital alltagsfit zu sein und andererseits im Berufsleben eine gewisse digitale Berufskompetenz mitbringen zu können? Und diese Frage haben sich Wissenschaftler und Experten gewidmet und festgestellt, dass es im Alltagsbereich auf der Stufe 3 bis 4 notwendig ist, um alltagsfit zu sein. Das heißt, ich als Person, ich als Individuum kann selbstständig digitale Alltagssituationen lösen und mit denen umgehen. Sei es online ein Ticket bestellen, online einen Urlaub buchen oder online zu recherchieren. Im Berufsleben ist die Stufe der digitalen Alltagskompetenz auf oder bis zur Stufe 5, zwischen 4 und 5, mit dem Hintergrund, dass beispielsweise im fortgeschrittenen Bereich Führungskräfte auch die Fähigkeit besitzen sollten, gewisse Kompetenzen auch anderen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen zu erläutern. Und diese Stufen 4 bis 5 sind unabhängig jetzt von Branche, Berufsbild oder persönlichen Ausbildungsweg bzw. Hintergrund. Das ist sozusagen die Grundlage, die jeder von uns haben sollte, um im Berufsleben alltagsfit zu sein. Bleiben wir beim Evaluieren. Ich habe es vorhin kurz angesprochen. Wenn man weiß, was digitale Kompetenzen sind, möchte man auch wissen, was ist denn mein Status quo? Wo habe ich die Möglichkeit, digitale Kompetenzen zu erfassen? Und da haben wir vom Fit for Internet für unterschiedliche Themenbereiche Tools entwickelt, die kostenlos zur Verfügung stehen auf unserer Plattform. Diese Themenbereiche betreffen einerseits Alltag, andererseits den Themenbereich Sicherheit, sehr, sehr wichtig, jetzt in der Kommunikation und der Kollaboration im Berufsleben, aber auch in der Interaktion mit der digitalen Welt im Privatleben. Nicht zu vergessen die künstliche Intelligenz, Beruf und auch Eltern. Und im Elternteil ist es oder geht es primär um die sicherheitsbezogenen Kompetenzen im Umgang im Bewegen in der digitalen Welt für unterschiedliche Altersgruppen. Grundsätzlich sind die Tools in zwei Kategorien stehen diese zur Verfügung. Es gibt einerseits Selbsteinschätzungsfragen, die sozusagen Checks tituliert sind, und andererseits Wissensfragen, wo konkrete Fragen gestellt werden und es eine oder mehrere Möglichkeiten oder richtige, korrekte Antworten gibt, diese zu beantworten. In Summe haben wir aktuell über 20 Tools, die man nutzen kann, um einfach Einblicke zu bekommen, um ein besseres Gefühl zu bekommen, welche Fragestellungen relevant sind, beziehungsweise welche digitalen Situationen es im Berufsleben, im Sicherheitsleben, im Alltagsleben gibt, mit denen ich aufgefordert wäre, kompetent umzugehen.
Und sehr spannend in dem Zusammenhang, glaube ich, auch für unterschiedliche Unternehmen, die international eventuell auch tätig sind, ist, dass wir seit Ende des Jahres die Tools auch auf Englisch zur Verfügung haben, so dass eine Mehrsprachigkeit möglich ist. Ja. Und als User, wenn man eines dieser Tools durchmacht, bekommt am Ende des Tages sein persönliches digitales Kompetenzprofil, welches über die Kompetenzbereiche entsprechende grafische Darstellung offeriert, ob ich jetzt grundlegend fit bin in diesem Themenbereich oder ob ich schon selbstständig bzw. fortgeschritten, mich in einem fortgeschrittenen Niveau bewege. Und dieses Ergebnis kann man sich dann auch kostenlos als Kurzbericht herunterladen, hat das dann als PDF zur Verfügung und kann entsprechend die Informationen auch noch nachlesen. Es gibt noch eine zweite Variante, und zwar das ist der Detailbericht. Bei dem geht es wirklich um detaillierte Aufbereitung der Fragestellungen und der Antworten. Dieser ist dann mit einer Handysignatur abrufbar. Hier sehen wir auch einen kurzen Ausdruck dieses Detailberichts. Hier nochmal die Graphen, die Balkendarstellung über die Kompetenzbereiche hinweg, um das einfach nochmal grafisch für sich besser abholen zu können, aber auch über die einzelnen Szenarien, die in den Fragestellungen abgerufen werden. Und dann noch im Sinne des Microlearnings eine Gegenüberstellung der korrekten Antwort beziehungsweise meiner persönlichen Antwort plus eine zusätzliche Erläuterung zu der Fragestellung, um einen entsprechenden Lerneffekt bei den Wissensfragen auch generieren zu können. Nach dem Lernen geht es dann, beziehungsweise, Verzeihung, nach der Standardbestimmung habe ich ja ein Feedback erhalten, in welchen Kompetenzbereichen ich eventuell noch Potenziale habe, mich weiterzuentwickeln. Und nach dem Sinn des lebenslangen Lernens geht es in den Themenbereich des Qualifizierens. Und hier kann ein Blick in die Fit for Internet Datenbank helfen, um entsprechende Angebote zu nutzen. Und zwar Angebote, um digitale Kompetenzen eben zu erwerben, sich weiterzubilden oder sich qualifizieren. Hier ganz wichtig zu erwähnen ist, dass wir als Fit for Internet kein Bildungsanbieter sind, sondern Bildungsanbietern die Möglichkeit bieten, ihr eigenes Angebot gemäß dem digitalen Kompetenzmodell zu referenzieren, sodass es für den User am Ende des Tages ersichtlich ist, in welchen Kompetenzbereichen und zu welcher Kompetenzstufe das jeweilige Angebot entsprechend konsumiert werden kann. Dahinter liegt auch ein zweistufiger Prozess für interessierte Anbieter, der sogenannte Anbieter- und Seminar-Check, der von qualifizierten Service-Providern bzw. der Weiterbildungsakademie begleitet wird, sprich auch Personen, die sich sehr intensiv mit der Erwachsenenbildung auseinandersetzen und auch das digitale Kompetenzmodell sehr, sehr gut kennen und bei dem Referenzierungsprozess der Zuordnung der Lerninhalte zu den Kompetenzstufen und zu den Kompetenzbereichen unterstützen wird. In dem Zusammenhang aber auch ein kleiner Exkurs, und zwar nicht per se in die Weiterbildungslandschaft in Österreich, die öffentlich zur Verfügung steht, sondern auch in die Unternehmenslandschaft. Denn dieser Referenzierungsprozess steht auch Unternehmen zur Verfügung, sodass sie ihre eigenen internen Angebote, Weiterbildungsprogramme dem digitalen Kompetenzmodell zuordnen können, sodass auch hier es eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Verständnis dann gibt für die Kompetenzbereiche, hinsichtlich der Kompetenzbereiche bzw. der Kompetenzstufen, um den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch die Möglichkeit zu geben, dass wirklich abteilungsübergreifend entsprechend das gleiche Verständnis hinsichtlich digitaler Kompetenzen besteht. Und in dem Zusammenhang kann beispielsweise A1 genannt werden, die einen Teil der internen Unternehmensprogramme, Weiterbildungsprogramme referenziert haben. Und diese sind dann natürlich nur für das Unternehmen ersichtlich und nicht in der Datenbank. Ja, und mit Blick auf die DICOMP-Methode, auf die vier Themenbereiche, die ich am Beginn erwähnt habe, also standardisieren, evaluieren, qualifizieren, schließt sich der Kreis mit zertifizieren. Und zwar einem sehr spannenden Thema, mit dem wir uns jetzt intensiv beschäftigen werden. Es geht bei dem sogenannten DICOMP-Zert und dem Nachweis digitaler Kompetenzen um eine berufliche Anschlussfähigkeit, gegebenenfalls auch eine digitale Expertise sichtbar zu machen. Und das ist wahrscheinlich oder mit
Ja, mit großer Wahrscheinlichkeit hat die Covid-Pandemie das umso mehr verdeutlicht, wie wichtig diese Anschlussfähigkeit am Arbeitsmarkt ist. Da digitale Skills, die vielleicht jetzt im vergangenen Jahr oder vor Covid noch nicht so präsent und sichtbar waren, jetzt immer sichtbarer werden. Und diese entlang der gesamten Wertschöpfungskette sich einfach in den unterschiedlichsten Ausprägungen zu finden sind. Ja, und dieser Nachweis für digitale Kompetenzen sieht in unserem Vorgehen vor, dass es ein Kombi-Zertifikat ist, welches einerseits das Wissen kombiniert mit Anwendungswissen. Infolgedessen besteht es aus zwei Teilen. Und zwar Teil 1 ist der Wissensteil des DIC-Zerts, welches wirklich die Wissensfragen über alle Kompetenzbereiche hinweg auf den Kompetenzstufen 3 bis 5 berücksichtigt. Und im Anwendungsteil, also der zweite Teil des Kombinationszertifikats, hier geht es um das Anerkennen von digitalen Anwendungswissen. Und das kann, wie wir alle wissen, ja in unterschiedlichsten Ausprägungen, unterschiedlichsten Formen zur Verfügung stehen. Einerseits mag es bei Personen sein, dass sie Industriezertifikate von anerkannten Anbietern wie Beispiel Cisco oder Microsoft haben. Andererseits kann es aber auch sein, dass formelle oder nonformale erworbene digitale Kompetenzen eine große Rolle spielen, beziehungsweise auch informell erworbene digitale Kompetenzen. Und das ist in diesem Zusammenhang auch ein sehr, sehr wichtiger Part, dass auch jene digitalen Kompetenzen abgebildet werden, die sozusagen noch nicht abgebildet wurden in diesem Ausmaß. Und daher geht es auch um die Validierung dieser Kompetenzen. Gut, mit Ende der DIC-Methode in den vier Themenbereichen möchte ich noch einen kleinen Ausflug machen in den Unternehmenskontext. Weil was bedeutet das für Unternehmen, sich weiterzuentwickeln, digitale Kompetenz zu haben oder diese ja, weiterzuentwickeln, um entsprechend gestärkt zu sein für die Wettbewerbsfähigkeit am Markt oder für neue Herausforderungen, die damit verbunden sind. Und somit sind auch unterschiedliche Themen oder unterschiedliche Fragestellungen damit verbunden, die sich ein Unternehmen, eine Organisation stellen kann. Das heißt, welche Kompetenzen benötigt denn überhaupt, benötigen meine Mitarbeiter? Auf welcher Position? Wo steht das Unternehmen aktuell? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen muss ich da vielleicht berücksichtigen? Oder welche Tools sind für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen relevant, um im Unternehmen effizient arbeiten zu können? Und auf eine dieser Fragestellungen können wir zumindest mit unserer DIC-Portallösung das Angebot aussprechen, dass hier für Zielgruppen, die das Unternehmen, die eine Organisation oder eine Region für sich definiert, digitale Kompetenzen erhoben werden, um entsprechend eine Standortbestimmung zu haben. Und die DIC-Portallösung funktioniert als Self-Service-Tool, bei dem der Portal-Admin der Zielgruppe unterschiedliche Codes zur Verfügung steht und diese dann die Möglichkeit haben, diese einzulösen, um ihre persönlichen Kompetenzen zu erfassen. Was steckt dahinter? Dahinter steckt das Portfolio an den Fit-for-Internet-Instrumenten, die ich am Anfang kurz vorstellen konnte. Sie als Portal-Admin hätten die Möglichkeit zu sagen, möchte ich meine Zielgruppe eher mit Selbsteinschätzungsfragen im ersten Schritt einladen, daran teilzunehmen, oder sehe ich in meiner Zielgruppe schon das Potenzial, sie mit Wissensfragen, sprich mit Quizzes zu konfrontieren. Die Zielgruppe macht dann eines dieser Tools, die dahinter stehen, durch und bekommt dann, wie vorher kurz gezeigt, den Kurz- und oder Detailbericht, um dann entsprechend für sich die persönliche Auswertung zu bekommen. Wichtig ist aber in dem Zusammenhang, dass auch der Portal-Admin, der am Anfang die Zielgruppe definiert und diesen auch die Zugänge zur Verfügung stellt, diese persönlichen Auswertungen nicht bekommt, sondern lediglich Gruppenauswertungen, ohne dass personenbezogene Rückschlüsse möglich sind. Und diese Gruppenauswertung, die dienen dann als Entscheidungsgrundlage, um gezielte Weiterbildungsprogramme, Maßnahmen in oder für diese Gruppe implementieren zu können und dann auch nach einer gewissen Zeit Periodenvergleiche ziehen zu können, indem man beispielsweise nach 3 Monaten nach Abschluss einer Weiterbildungsmaßnahme noch einmal die Gruppe einlädt, an einem der Tools teilzunehmen und entsprechend dann eine zusätzliche Auswertung bekommt.
Ja, vorher kurz erwähnt, der Prozess dahinter ist ein Self-Service-Tool, das vom Portal-Admin gesteuert wird. Kurz gesagt, er oder sie erstellt Codes, Zugangscodes für die Zielgruppe. Die Zielgruppe löst diesen Code ein, macht eines der Tools, hat dann die Möglichkeit, das eigene Kompetenzprofil zu beziehen und der Portal-Admin bekommt die Gruppenauswertung. Im Vergleich zu den Tools, die öffentlich zur Verfügung stehen auf der Plattform, gibt es drei Features, auf die ich kurz eingehen möchte, die im Zuge der Portallösung spannend sein könnten. Und zwar einerseits kann der Portal-Admin steuern, ob die Zielgruppe eine Handysignatur einsetzen soll oder nicht, um das individuelle Kompetenzprofil zu bekommen. Das kann man sozusagen steuern. Was bedeutet das, wenn man die Handysignatur einsetzt? Das bedeutet, dass auf dem Detailbericht dann auch personalisierte Daten stehen, und zwar Vorname, Nachname und Geburtsdatum. Diese steht aber wiederum, wie gesagt, eben nur dem Individuum zur Verfügung. Die zweite sehr charmante Möglichkeit zu nutzen bei der Dekomportallösung ist, dass man eine Kombination sich aussucht aus einem Check, sprich den Selbsteinschätzungsfragen und den Quizzes, und dann eine Gegenüberstellung bekommt von meiner Selbsteinschätzung mit dem bunten Balken und dann darunter meine tatsächliche Auswertung über das Wissen hinweg. Und das wäre beispielsweise bei Grundlagen und Zugang, bei dem User, er schätzt dich selbstständig ein, aber das Wissen besagt, dass er auf einer Stufe schon weiter ist. Also bei selbstständig 3 hat er dann die Stufe 4 erreicht. Bei den Wissensfragen. Während jetzt bei Umgang und Informationen und Daten, also auf Blick auf dieses Kompetenzfeld, sozusagen das genau auf der anderen Seite liegt. Selbstständige, also die Einschätzung erfolgt bis zur Stufe 3, aber das Wissensergebnis zeigt, dass nur bis zur Stufe 2 dieses erreicht wurde. Und noch ein drittes sehr gutes Feature mit Blick und Betonung auf lebenslanges Lernen und dass dieses nicht immer bedeutet, dass man stundenlang beispielsweise einen Kurs besuchen muss, sondern dass das einfach auch im Gehen passieren kann, unter Anführungszeichen, ist die Micro-Learning-Methode. Und dieses Feature kann man auch nur in der Portallösung aktivieren, indem man das freischaltet, dass gleich nach der Frage, die beantwortet wird, entsprechend auch aufgezeigt wird, was ist die richtige Antwort, was ist meine Antwort und zusätzlich die Erläuterung zur Fragestellung und einen entsprechenden Lerneffekt dann auch zu erhalten. Und dieses ist dann wiederum im digitalen Kompetenzmodell auch abgebildet, sodass man dann später gegebenenfalls auch nochmal nachschlagen kann als User. Ja, ich habe es vorher auch kurz gesagt, die kumulierte Gruppenauswertung. Was bedeutet das für den Portal-Admin? Was sieht er oder sie? Man sieht dann lediglich wirklich über die Altersgruppen hinweg die Auswertung und die Kompetenzbereiche und dazu die Ausprägung. Das heißt, dass eine Auswertung oder personenbezogene Daten nicht ersichtlich sind. Das wären ja lediglich drei statistische Daten erhoben. Das sind Postleitzahl, Jahrgang und Geschlecht. Und eine detaillierte Auswertung oder Betrachtung, Verzeihung, ist nur ersichtlich beispielsweise in der Kombination von Altersgruppe und Geschlecht, wenn mindestens 10 Datensätze pro statistischem Einzelmerkmal im System sind. Ja, so viel zu unseren Aktivitäten und vielleicht auch noch einen kurzen Ausblick dazu, wohin die Reise beziehungsweise die nächsten Themen gehen werden. Und zwar ist es sowohl für Arbeitnehmer, aber als auch für Arbeitgeberinnen und Geber sehr, sehr wichtig und relevant zu wissen, was bedeutet denn digitale Kompetenz für mein Jobprofil? Und daher ist die Entwicklung für praxisnahe digitale Kompetenzprofile bezogen auf die Branche, auf das Berufsbild und dann auch auf die Funktion und basierend immer auf dem generischen Modell des digitalen Kompetenzmodells für Österreich, weil es hier einen Rahmen gibt, der zwar sehr generisch ist, aber die gute Basis sein kann, um diese praxisnahen Kompetenzprofile dann auch weiterentwickeln zu können. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe sehr gerne für Rückfragen zur Verfügung und gebe zurück zu Monika. Vielen Dank.
Vielen Dank, Valerie. Das war wirklich ein sehr interessanter Vortrag. Spannend, was sich in den letzten Jahren da einfach auch schon getan hat. Zurzeit sehe ich keine Fragen im Chat, aber du bist ja dann sowieso noch bei der Diskussion zum Schluss dabei. Vielleicht ergeben sich bis dahin noch Fragen und dann werde ich die natürlich stellen. Als nächstes darf ich begrüßen Herrn Martin Bauer. Er leitet die Abteilung IT-Didaktik im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Dort ist er auch Projektleiter für das Portal Digitale Schule und hat an der Entwicklung des Masterplans für die digitale Bildung verantwortlich mitgewirkt. Er wird uns jetzt etwas über das Serviceportal e-Education erzählen. Bitte, Herr Bauer, ich teile Ihre Folien. Dankeschön, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist ja schon einiges einleitend von der Frau Sektionschefin gesagt worden und auch vom Kollegen El Reis von Accenture betreffend das Portal Digitale Schule. Jetzt habe ich das Vergnügen, eine weitere Maßnahme des 8-Punkte-Plans noch präsentieren zu dürfen, nämlich die Vereinheitlichung der Kommunikationsprozesse. Ich denke, die Folien sollten jetzt auch zu sehen sein. Und genau, wir können dann auch schon auf die erste Folie weitergehen. Ich muss mich entschuldigen, dass ich das nicht selber teilen kann. Das liegt nicht an meiner mangelnden digitalen Kompetenz, möchte ich meinen, sondern einfach daran, dass auf meinem Dienst-Notebook die Installation von dem Cisco-Tool, das für die Nutzung dieser Online-Konferenz notwendig ist, nicht installiert werden darf. Also manchmal verhindert der Datenschutz und die Datensicherheit die digitale Kompetenz. Ja, in diesem Zusammenhang noch einmal kurz der Hinweis auf den 8-Punkte-Plan, also hier die Vereinheitlichung der Kommunikationsprozesse. Und wenn wir auf die nächste Folie weitergehen, dann sehen wir auch, was da so die damit verbundenen Anforderungen waren. Zum einen geht es um die Organisation und die Ablage von Informationen und Lernmaterialien. Also die Schulen laden ja die Schülerinnen ein und die Lehrerinnen zusammen mit digitalen Plattformen zu arbeiten. Das hat im ersten Lockdown ja auch schon sehr gut funktioniert. Da gab es also durchaus Schulen, die das schon in guter Tradition über viele Jahre gemacht haben, teilweise also auch im Unterricht oder zum Einsammeln von Hausübungen. Und dort hat das auch tatsächlich im ersten Lockdown sehr gut funktioniert. Da hat man also schulische Standardabläufe schon vorweg standardisiert gehabt. Man hat die schriftliche Kommunikation mit den Schülerinnen, zum Beispiel via Diskussionsforen, schon in den Unterricht mit einbezogen. Man hat mit den Eltern schriftlich kommuniziert und auf digitalem Wege, zum Beispiel in Form von elektronischer Mitteilungshefte. Sind ja auch heute schon zwei erwähnt worden, EduFlow und SchoolFox sind da beispielsweise im Einsatz, aber auch im Bundesschulbereich, etwa das Tool WebUntis, also das elektronische Klassenbuch, wo es ebenfalls elektronische Kommunikationsfunktionen gibt mit Schülern und auch mit Eltern. Natürlich wurde dann neu eingesetzt das Tool der Videokonferenz. Das war also in dem ersten Lockdown ab März 2020 für doch viele Lehrerinnen und Lehrer zunächst einmal ein Sprung ins kalte Wasser, aber ich würde mal behaupten, wie für viele andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch. Und ja, das hat uns dann auch natürlich dazu bewogen, dass wir uns hier Gedanken machen müssen, wie man das im Kollegium einer Schule auch noch besser abstimmen kann. Wenn wir auf die nächste Folie bitte weitergehen, dann haben uns hier doch einige Leitfragen beschäftigt, auch als Learning aus diesem ersten Lockdown heraus, nämlich wie kann man Kommunikationsprozesse, die man bisher auf unterschiedlichen Plattformen abgebildet hat, wie kann man das besser nutzen, wie kann man hier vor allem auch für die Schülerinnen und Schüler ein besseres Erlebnis generieren. Also ein Learning aus dem ersten Lockdown war ja unter anderem, dass ein Schüler, wenn der jetzt sagen wir einen sechsstündigen Vormittag, sechs verschiedene Fächer am Vormittag zu bewältigen hat, mitunter jede Stunde natürlich die Plattform wechseln musste. Das Kommunikationstool, das die Lehrpersonen verwendet haben, war mitunter völlig unterschiedlich. Es war ja auch den Lehrpersonen weitgehend selbst überlassen, welche Kommunikationstools sie für ihren Unterricht
am besten einsetzen wollen. Und das hat dann dazu geführt, dass mitunter an einem Tag ganz verschiedene Videokonferenzsysteme benutzt wurden, ganz verschiedene Lernplattformen benutzt wurden. Ja, bis hin zu, es wurde gar keine Lernplattform verwendet, sondern es wurden Aufgabenmaterialien per E-Mail versendet oder per Messenger-Dienst. Also das war durchaus sehr heterogen. Und hier haben wir dann im Sommer dazu eingeladen, die Schulstandorte sich hier eben, wie gesagt, im Kollegium gemeinsam Gedanken darüber zu machen, wie sie Lernprozesse am Schulstandort digital abbilden wollen, welche Lernplattformen oder welche Lernplattform eigentlich Einzahl sie einsetzen wollen, welches Videokonferenzsystem sie einsetzen wollen und wie sie das sinnvoll miteinander kombinieren. Ja, wenn wir auf die nächste Folie schauen, dann vielleicht noch zwei Beispiele, auch wie man das jetzt für die Primarstufe oder die Sekundarstufe konkret auch anwenden könnte. Primarstufe, also die Volksschule, steht ja vor ganz besonderen Herausforderungen. Dort haben ja die wenigsten Kinder ein eigenes Gerät. Also manche natürlich ein Smartphone, aber die wenigsten Kinder haben jetzt ein eigenes Tablet oder haben ein eigenes Notebook. Das heißt, hier den Unterricht komplett digital abzubilden, ist eher schwierig und vor allem ist es auch schwierig, man stellt sich vor, also ein 6-7-jähriges Kind, das jetzt da 4-5 Stunden in einer Online-Videokonferenz verbringen würde. Also das kann man sich, glaube ich, nicht wünschen, so eine Art von Unterricht. Daher muss man hier sehr ausbalanciert und auch sehr bedachtsam vorgehen und Aufgabenstellungen an die Kinder übermitteln in digitaler Form, zum Beispiel auch unter Zuhilfenahme der Eltern, aber natürlich hier auf die Kommunikationsbedürfnisse der Zielgruppe entsprechend eingehen. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Natürlich ist es auch wichtig, den sozialen Kontakt zu pflegen und natürlich machen das auch viele Volksschulen über Videokonferenzen, aber in ganz anderer Form, als das dann etwa in der Sekundarstufe beispielsweise gelebt wird. Das heißt also, wir haben in der Volksschule den Schwerpunkt eher auf Übertragung der Materialien an die Zielgruppen. Dort werden die Materialien vielfach dann auch zu Hause ausgedruckt und die Kinder arbeiten dann ganz normal analog mit irgendwelchen Aufgabenblättern oder malen etwas oder zeichnen etwas, also so wie man das auch in der Schule machen würde. Und um diesen Kommunikationsprozess mit der Lehrperson aufrechtzuerhalten, gibt es ab und zu eine Videokonferenz, aber eben nicht permanent. In der Sekundarstufe intensiviert sich das dann in Richtung der Videokonferenzen. Da kann man schon davon ausgehen, dass jede Unterrichtsstunde zumindest eine Videokonferenz stattfinden wird, zum Beispiel die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler zu überprüfen, um mit den Schülern auch in Kontakt zu sein. Auch um vielleicht die eine oder andere Frage von Schülern beantworten zu können. Aber auch hier macht es keinen Sinn, eine 50-Minuten-Unterrichtsstunde ausschließlich über Videokonferenz abzubilden. Das heißt, auch hier sind also Lernplattformen, zum Beispiel integrierte Office-Umgebungen, durchaus einsetzbar. Wir verwenden ja im Bundesschulbereich hier die Plattformen Eduvidual und LMS.at, das hat Frau Sektionschefin schon mehrmals erwähnt, und ergänzt werden diese vom Bund zur Verfügung gestellten Lernplattformen dann von gratis nutzbaren Cloud-Angeboten. Ich glaube, die bekannten Vertreter sind allgemein auch hier bekannt und möchte nur zwei nennen, Office 365 oder jetzt Microsoft 365 und eben G Suite oder jetzt neuerdings Google Workspace for Education. Also das sind Gratisangebote, für die sich Schulen sehr gerne entscheiden, die das Ministerium aber in keiner Weise vorgibt. Das heißt, auch die Lernplattformen, es ist uns immer wichtig zu betonen, dass eben beide Lernplattformen angeboten werden. Es liegt an den Schulen, sich dann für ein Angebot zu entscheiden, von dem sie glauben, dass es ihren Bedürfnissen gut entspricht. Ja, dann kommen wir zur nächsten Folie. Um diesen Veränderungsprozess jetzt, diese Konzentration auf eine bestimmte Lernplattform zu begleiten und das zu unterstützen, haben wir im April 2020 das sogenannte Serviceportal für Distance Learning oder Distance Learning Service Portal, wie es auch genannt wird, etabliert und freigeschaltet.
erreichbar ist dieses Serviceportal unter serviceportal.eeducation.at. Warum e-Education? E-Education ist ein digitales Schulnetzwerk, das heißt ein Netzwerk digital innovativer Schulen. Also nicht ein technisches Netzwerk, sondern es ist eine Vereinigung von Schulen, die sich zum Ziel gesetzt haben, diesen digitalen Veränderungsprozess für sich in Angriff zu nehmen. E-Education als Netzwerk vom Gedanken her gibt es schon sehr lange, gibt es schon seit vielen Jahren. Wir haben also aktuell jetzt weit über 3200 Schulen in diesem Netzwerk. Das heißt, auch sehr viele Primarstufenschulen sind hier dabei. Und die Abdeckung im Bereich der Sekundarstufe ist mittlerweile weit über 80% der Schulen, die hier bei e-Education auch Mitglied sind. Das heißt, es hat sich angeboten, hier bietet, direkt mit den Schulen in Kontakt zu treten. Und wir haben die Plattform von e-Education dafür verwendet, um hier ein Angebot an die Schulen zu richten, die noch keine so große Erfahrung mit Distance Learning in der Vergangenheit aufgebaut haben. Wenn wir auf die nächste Folie bitte weitergehen. Ich kann jetzt hier nur einige Beispiele auszugsweise, ja, danke. Ich kann einige Beispiele jetzt auszugsweise hier zeigen. Wir haben also einen Vergleich der Lern- und Kommunikationsplattformen in sehr plakativer Form auf der Webseite dargestellt. Wir haben auf der nächsten Folie, sehen Sie das kurz auch angeteasert, Fragen und Antworten, die häufig gestellt werden. Also häufige Fragen wie, welche Lernplattform eignet sich jetzt für welchen Unterrichtseinsatz beispielsweise oder welche Kosten verursacht der Einsatz von diesen Lernplattformen? Also das sind so typische Fragen und Antworten, die eben auf dieser Plattform man auch findet. Jetzt können wir dann gleich zwei Folien weiterschalten, bitte. Ja, ein ganz wesentliches Element des Distance Learning Service Portals und auch der Begleitung der Schulen in Richtung, sie sollen sich für eine Plattform, für eine Videokonferenzlösung etc. entscheiden. Ein ganz wesentlicher Faktor dabei sind sogenannte Quick Guide Videos. Wir haben für die erwähnten vier Plattformen, also Eduvidual, das ist eine Moodle-Plattform, die der Bund anbietet, LMS.at, auch eine Lernmanagement-Software, die der Bund anbietet, Microsoft 365 und Google Workspace for Education, entsprechende Lernvideos bereitgestellt, wo sich also eine Lehrperson mit 10 kurzen Videos rasch einen Überblick verschaffen kann, wie funktioniert die Lernplattform, was kann ich mit der Lernplattform konkret machen, wie kann ich ein Unterrichtsszenario in der Lernplattform abbilden, also beispielsweise Materialien online stellen, Hausübungen aufgeben, Hausübungen absammeln, mit den Schülern kommunizieren. Und diese Quick Guide Videos wurden von der virtuellen PH aufgenommen und zur Verfügung gestellt und sind eben über dieses Distance Learning Service Portal abrufbar. Nächste Folie bitte. Ja, und damit sind wir einen ganz wesentlichen Schritt weitergekommen, aber wir sind noch einen weiteren Schritt gegangen, und zwar haben wir gesehen, dass doch sehr viele Schulen natürlich schon hier in Vorleistung gegangen sind. Also wir haben ja alleine in österreichischen Schulen 1800 Microsoft 365 Tenants laufen. Das ist also schon eine sehr große Zahl. Das heißt, 1800 Schulen verwenden selbst die Microsoft 365 Cloud-Plattform für den Unterrichtseinsatz für pädagogische Zwecke. Also das heißt, um den Unterricht zumindest damit zu ergänzen. Das hat an den Schulen im Lockdown dann auch sehr gut funktioniert, denn dort war eben den Lehrerinnen und Lehrern das durchaus geläufig. Die Umstellung auf diese Art von Distanzunterricht hat also an diesen Schulen sehr gut funktioniert, auch an den Google-Schulen, die das eben schon seit Jahren verwenden. Aber es gab eben auch sehr viele Schulen, also vor allem im Bereich der Volksschulen, der Primarstufe, wo das weniger etabliert war oder noch gar nicht etabliert war. Und auch für diese Schulen wollten wir ein Angebot bereitstellen, um ihnen den Zugang zu erleichtern. Das heißt, die durchaus schwierige Aufgabe zu lösen, Schulen einen Microsoft 365 Tenant bereitzustellen
ohne dass jetzt die IT-Administration der Schule dafür irgendetwas unternehmen muss. Das heißt, wir haben uns dafür entschieden, jetzt bitte auf die nächste Folie, einen sehr einfachen Prozess den Lehrerinnen und Lehrern direkt zur Verfügung zu stellen über dieses Distance Learning Service Portal, wo sie sich selbst registrieren können. Also ein vollautomatischer Selbstregistrierungsprozess, der in Microsoft 365 einen Teams-Account für die Lehrperson generiert und gleichzeitig einen Einladungslink zur Verfügung stellt, den die Lehrperson dann an die Klasse, also an die Schülerinnen und Schüler weiterleiten kann. Das heißt, innerhalb von 5 bis 10 Minuten ist jede Lehrperson über dieses Serviceportal in der Lage, sich selbst einen Teams-Account, also einen Microsoft 365-Account zu generieren, der ja kostenlos ist. Damit hat die Lehrperson alle Möglichkeiten der Nutzung dieser Cloud-Plattform, also einschließlich auch der Office-Anwendungen, die im Browser ja über Microsoft 365 verfügbar sind. Und ich habe die Möglichkeit, meinen Schülern einen Einladungslink zu schicken und habe die Schüler sofort in einer eigenen Teams-Klasse in dieser Plattform organisiert. Das heißt, ich kann innerhalb von wenigen Minuten mit meinen Schülerinnen und Schülern in Kontakt treten und kann über die Plattform mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten. Das wurde auch sehr, sehr gerne in Anspruch genommen. Wir haben auch das, nächstes Jahr, wir haben auch das über Videos entsprechend begleitet. Das heißt, es gibt also hier auch die Möglichkeit, sich genau darüber zu informieren, was ich machen muss, um diesen Account zu generieren. Der Prozess ist sehr einfach. Also man sieht hier den ersten Schritt, den zweiten Schritt. Ich gebe also nur den Ort oder die Schulkennzahl meiner Schule ein. Wenn ich die Schulkennzahl weiß, wenn nicht, dann den Ort, dann finde ich die entsprechenden Schulen. Ich klicke die Schule an, in der ich Lehrkraft bin. Ich gebe meine Daten ein, also Titel, Vorname, Zuname. Eine persönliche E-Mail-Adresse ist noch notwendig. Das bitte wäre auf der nächsten Folie zu sehen. Und das war es auch schon. Ja. Es wird sofort der Account generiert. Die Schulleitung in der Schule wird informiert, dass dieser Account generiert wurde. Die Schulleitung in der Schule hat die Möglichkeit, einen Account zu sperren. Also wenn hier etwa ein Fake-Account generiert würde von einer Person, die unbekannt ist, dann kann die Schulleitung tatsächlich diesen Account sperren. Der kann dann nicht verwendet werden. Hatten wir sehr wenige solche Fälle. Und wir haben auch sehr gute Erfahrungen mit dieser Vorgangsweise gemacht. Und die letzte Folie, die ich Ihnen dazu zeige, ist jetzt die Statistik, die Nutzungsstatistik, nämlich dieses Angebotes, das wir hier gemacht haben. Sie sehen als erstes den ersten Lockdown mit etwa 4000 aktiven Teams-Benutzern. Also das war noch einigermaßen überschaubar. Das war also der Start der Plattform mit Anfang April. Und Sie sehen auch, wie stark die Nutzung gestiegen ist jetzt in der zweiten Lockdown- und dritten Lockdown-Phase. Also mit dem Distance Learning dann im Herbst, die Weihnachtsferien dazwischen, das ist der Knick. Also Sie sehen, hier hat es eine weit mehr als Verdoppelung der aktiven Teams-Benutzer gegeben. Wir sind also da jetzt bei rund 11.000. Das ist schon eine schöne Zahl. Noch einmal, das ist ja nur die Anzahl von Schulen bzw. Lehrerinnen und Lehrern, die nicht selber einen eigenen Tenant, eine eigene Lernplattform zur Verfügung haben. Und überraschenderweise über die Hälfte dieser aktiven Nutzer, die wir haben, diese aktiven Lehrerinnen und Lehrer, kommen aus dem Primarstufenbereich. Das war insofern überraschend, weil wir das eigentlich nicht vorhergesehen hätten, dass also vor allem in der Volksschule es doch so einen großen Bedarf für ein Videokonferenzsystem und eine Cloud-Lernplattform gibt. Das war doch einigermaßen überraschend und es hat sich dann auch bestätigt, dass wirklich sehr viele Volksschulen jetzt diese Lockdown-Phase dazu genutzt haben, sich intensiver mit dem Thema digitale Lernplattformen und Digitalisierung in der Schule eingehender zu beschäftigen. Das war also, wenn man so möchte, auch, damit kann ich meinen Vortrag beenden, auf der letzten Folie sehen Sie noch meine Kontaktdaten. Das war, wenn man so möchte, das Positive an dieser Distance Learning und Lockdown Phase, dass es uns doch gelungen ist, mit dem Thema Digitalisierung noch stärker in die Schulen zu kommen. Nicht zuletzt hat ja auch der 8-Punkte-Plan dazu beigetragen, dass also jetzt doch sich hier einiges bewegt im Bereich des Digitalen an unseren Schulen.
Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen damit noch einen weiteren Aspekt der digitalen Schule und des 8-Punkte-Plans näher bringen. Ich freue mich auf Fragen, wenn es welche gibt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bauer. Im Moment sehe ich keine Fragen im Chat, sind aber ja dann noch bei der Diskussion dabei. Das heißt, da gibt es nochmal die Chance, Fragen an Sie zu stellen. Ich darf somit weiterleiten an unseren letzten Vortrag. Das ist ein gemeinsamer Vortrag von Lise-Marie Paschon und Georg Schwondra. Lise-Marie Paschon leitet die Talent and Organization Practice bei Accenture Österreich und ist seit 16 Jahren in der Beratung tätig. Sie ist Expertin für Change and Talent Management und begleitet Unternehmen bei ihren Transformationen. Georg Schwondra ist seit 2017 bei der Accenture als Security Lead für Österreich tätig und seit 2020 verantwortet er zusätzlich das Thema Application Security im Dachraum. Sein Team unterstützt Digitalisierungsvorhaben im Bereich von Datenschutz und Security und legt damit den Grundstein für resiliente Lösungen und Systeme. In Ihrem Vortrag stellen Sie das Konzept zum Digital Worker und den daraus resultierenden Möglichkeiten und Herausforderungen vor. Ein besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, wie Digital Worker die Resilienz eines Unternehmens gerade in Zeiten der Pandemie erhöhen können. Ich darf nun übergeben an Lise-Marie Paschon und Georg Schwondra. Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich gemeinsam mit meinem Kollegen Georg unsere Journey hier beleuchten darf in Bezug auf Digital Worker und so das Thema Cloud und Homeoffice thematisiere. Wie erwähnt, machen wir es anhand von dem Beispiel unserer eigenen Accenture Digital Worker Story. Das Digital Worker Programm ist unser Programm, wie wir unsere unternehmensweite Strategie umgesetzt haben, unsere Mitarbeiter zu befähigen, digital zu arbeiten und die Kollaboration und Employee Experience und so auch die Produktivität auf das nächste Level zu heben, um, wie gesagt, unsere Innovationsfähigkeit und unsere übergreifende Zusammenarbeit zu steigern. Wir sind schon seit einigen Jahren auf dieser Journey, hat uns aber jetzt natürlich im letzten Jahr in der speziellen Situation, die uns ja alle sozusagen betroffen hat, mit Corona extrem geholfen. Für diejenigen, die Accenture jetzt vielleicht noch nicht kennen, nur kurz, ja, also Accenture ist einer der weltweit größten Dienstleister im Bereich Unternehmen, Strategieberatung sowie Technologie und Outsourcing. Und wir haben weltweit mehr als 500.000 Mitarbeiterinnen, die wir sozusagen auch im Rahmen von diesem Digital Worker Programm adressiert und transformiert haben. Wenn wir bitte auf die nächste Seite schauen, vielleicht ein kurzer Blick zurück. Ja. Wir haben 2013 damals einen Point of View veröffentlicht, der den Titel getragen hat: Every business is a digital business. Ja. Jedes Business ist ein digitales Business. Ja. Und seit damals hat sich wirklich vieles verändert und weiterentwickelt, nicht zuletzt auch durch die Situation im letzten Jahr durch Covid, wurde in vielen Bereichen eine Entwicklung beschleunigt und ist für viele Unternehmen sozusagen Remote Working und digitales Arbeiten Realität geworden. Ja. Und jetzt sozusagen letztes Jahr hätten wir einen Point of View zu dem Thema veröffentlicht, würden wir das wahrscheinlich nennen, Every Worker is a Digital Worker. Weil wir es einfach sehen, dass ein Großteil der Arbeit jetzt in vielen Unternehmen wirklich digital erfolgt, unterstützt durch Kollaborationstools und durch Technologie. Genau. Und in unserer aktuellen Situation, in der bei vielen Unternehmen die Mitarbeiter nicht mehr ins Unternehmen kommen, ist natürlich Kollaboration und die Ermöglichung der Kollaboration essentiell für den Erfolg und um die Produktivität und die Arbeit sicherzustellen. Und deshalb vielleicht jetzt auch ein Blick, wie sind wir an dieses Thema herangetreten. Wir haben uns sozusagen initial überlegt, was ist das Verhalten, das wir wollen, dass unsere Mitarbeiter in ihrer täglichen Arbeit umsetzen. Ja, was sind die Verhaltensweisen, wo wir sagen, das macht uns erfolgreicher, das macht uns produktiver und innovativer. Und diese Verhaltensweisen sehen wir dort sozusagen aufgelistet. Ja. Das erste Thema oder der erste Anspruch, den wir haben, ist im Prinzip, wir wollen unsere Ressourcen und Daten, Tools und so weiter ohne Grenzen benutzen können. Ja. Also Mitarbeiter wollen von überall darauf zugreifen,
und sozusagen auch entsprechend mit den Ressourcen arbeiten. Da ist natürlich das Thema Cloud schon sehr nahegelegen und war sozusagen auch der Startpunkt der Journey, hier auch die entsprechenden technologischen Voraussetzungen zu schaffen. Der zweite Punkt, auch eng damit verdrahtet, ist das Thema Connect und Collaborate Everywhere. Ja? Also wir wollen von überall zusammenarbeiten. Ich meine, als globales Unternehmen war es ja schon immer so, dass wir sozusagen extrem distributed sind und dass wir auch viele Mitarbeiter haben, die vor Ort beim Kunden sind, beziehungsweise in den jeweiligen Accenture Offices oder zu Hause arbeiten. Und da ist es einfach wichtig, egal wo jemand ist, man muss sich immer connecten können und zusammenarbeiten können. Ein dritter Punkt, der natürlich extrem wichtig ist, ist das Thema Security. Das heißt, wir wollen sicher zusammenarbeiten und wollen auch unsere Dokumente sicher ablegen. Der vierte Punkt, wir wollen dabei natürlich auch möglichst produktiv sein. Und fünftens, wir wollen natürlich auch das Wissen, das die Mitarbeiter aufbauen, ja, und entwickeln, auch sehr stark sharen. Ja. Das heißt, bei uns ist auch immer dieses Thema Knowledge Sharing eine wichtige Capability, die wir auch sozusagen durch unsere Tools unterstützen möchten. Und last but not least, der sechste Punkt, uns ist natürlich auch wichtig, dass wir gut zusammenarbeiten können, um auch so gemeinsam kreative Ideen entwickeln können. Einerseits sozusagen natürlich im Unternehmen, aber auch mit unseren Kunden und auch mit dem breiteren Ökosystem unserer Partner. Das heißt, hier wirklich Möglichkeiten für kreative Zusammenarbeiten, für Innovation, für Ideation zu schaffen, ist uns sehr wichtig. Und diese Verhaltensweisen waren im Prinzip der Ausgangspunkt, um abzuleiten, welches Ökosystem an Tools wir hierfür benötigen, damit unsere Mitarbeiter genau sozusagen entsprechend diesen Verhaltensweisen auch arbeiten können. Und dieses Ökosystem an Tools sehen wir jetzt auf der nächsten Seite, wo man eben sieht, dass es sozusagen da jetzt nicht ein Tool oder eine Technologie gibt, die alles unterstützt, sondern im Prinzip braucht es dafür ein breites Portfolio an Tools, die eben für diese unterschiedlichen Bedürfnisse in Frage kommen. Und natürlich haben wir auch unsere Mitarbeiter unterstützt, weil das ist natürlich jetzt schon eine Vielfalt. Ja. Wir haben unsere Mitarbeiter auch unterstützt, in dieser Vielfalt navigieren zu können und zu erkennen, okay, für welchen speziellen Anwendungsfall, für welches Bedürfnis ist sozusagen welcher Tool der richtige Enabler? Und was unterstützt sozusagen den jeweiligen Case, zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit dem Kunden? Gibt es Tools für die interne Zusammenarbeit, für kreative Prozesse, um eben so wirklich sozusagen den richtigen Enabler zu finden für das, wie ich meine Arbeit vollbringen möchte? Gut. Und damit dieses Tool auch in einem, sage ich mal, in einem sicheren Umfeld genutzt werden kann und auch sozusagen die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen sind, möchte ich jetzt an den Georg übergeben, der jetzt sozusagen den Security-Aspekt dahinter beleuchten wird. Gut, Emily, Georg, darf ich mich kurz vorstellen? Mein Name ist Georg Schwandra, bei Accenture ist der Security-Lead. Und Emily, kannst du so lieb sein, noch einmal eine Folie zurückspringen? Vielleicht darf man einleitend noch ganz kurz einmal darauf eingehen, auf drei so Kernaspekte, die wir unseren Mitarbeitern zur Verfügung stellen, um sie sicher arbeiten zu lassen. Ein Punkt ist einmal, wo speichere ich meine Daten ab? Wir kennen das aus der Vergangenheit alle, dass die Daten irgendwo auf der Festplatte abgespeichert werden. Das haben wir anders gelöst, indem wir die Daten per Definition in Microsoft OneDrive ablegen. Damit ist sichergestellt, dass sie auch, wenn die Festplatte kaputt geht, gesichert sind und von überall aus zugreifbar sind und wieder restaurierbar sind. Ja? Und damit sicher gemanagt und verschlüsselt liegen. Wenn wir jetzt in Teams an Projekten arbeiten, so nutzen wir die Funktionalitäten von Microsoft Teams, um auch gemeinsam Daten zu klären und Datenablagen zu bauen, die dann auch feingranular mit Zugriffsrechten versehen werden können. Und wenn wir jetzt mit Kollegen und externen Daten per Mail austauschen, dann nutzen wir die Information Protection Funktionalitäten von Office 365, um die Zugriffsrechte feingranular einzustellen und auch zu verhindern, dass wer ein Dokument, das für ihn nicht vorgesehen war, und dass ich dem versehentlich geschickt habe, auch lesen kann und weiter nutzen kann.
sind jetzt nur drei einfache Beispiele. Wenn wir das jetzt noch auf einer ganz anderen Perspektive sehen, das sehen wir auf der nächsten Folie. Ja, was braucht man hier, um so sichere kontextbasierte Controls aufzubauen? Man braucht einmal eine klare Governance-Struktur, wo man strikte Policies definiert, wie die Mitarbeiter mit eben arbeiten müssen und wie man hier ein Governance-Framework aufsetzen möchte. Es beginnt damit, dass wir und für alle unsere Mitarbeiter für so gut wie alle Applikationen Multifaktor-Authentication vorgegeben haben. Das ist heutzutage jetzt kein großes Issue mehr, wo man hier ganz große Herrscher und Entwickler braucht. Das kann man in den gängigen Applikationen konfigurieren, speziell in Cloud-Applikationen ist das sehr einfach halt konfigurierbar, Multifactor Authentication einstellbar, und dann kann man mit einem zweiten Faktor eben belegen, dass man selbst vor dem Gerät sitzt und den Zugriff bekommt. Nächster wichtige Punkt ist, wir managen die Endpoints. Das heißt, wir schützen den Endpoint, wir unterwerfen ihn unseren Policies und dann ermöglichen damit den Zugriff. Das geht auch mit privat gekauften Policies. Ich habe zum Beispiel ein privates iPad. Wenn ich das den Accenture Policies unterwerfe, habe ich Zugriff auf sämtliche Firmendaten und das wird damit auch geschützt. Dann ein wichtiger Punkt, der uns auch im Zuge der Corona-Krise ganz massiv geholfen hat, ist der Netzwerkansatz, dass wir jetzt nicht versuchen, uns da zentral bei einer Firewall einzuwählen und über VPN zu verbinden, sondern dass wir hier ein Zscaler-Weltnetzwerk nutzen, das es uns ermöglicht hat, dass auch ein Workforce von über 500.000 Mitarbeitern aus dem Homeoffice mit gleicher Performance arbeiten konnte wie zuvor. Bei allen Cloud-Applikationen kann man sehr einfach den Evergreen-Ansatz wählen, das heißt, dass man die Applikationen immer im neuesten Batchstand betreibt und dass der Benutzer gezwungen ist, wenn er die Applikation aufruft, auch das Update vorzunehmen. Und last but not least, ja, wenn man die Tool-Latte, die Sie gerade auf der Folie zuvor gesehen hat, anwendet, ja, dann kann man hier nicht mehr nur regelbasiert versuchen, hier Sicherheit zu schaffen und mit Mauern, sondern man muss hier mit hoher Automatisierung und Analytics-Funktionalität atypisches Verhalten feststellen und entsprechend Security-Alarme generieren, was wir auch tun mit unserem eigenen Security Operating Center. Wenn wir jetzt auf die nächste Folie schauen, dann möchte ich jetzt vorausschicken, Accenture ist heute nach einer 4-Jahres-Journey, die im August 2019 abgeschlossen ist, zu 95% in der Cloud. Das Ganze wurde 2015 begonnen, indem man hier einmal mit einem primären Hyperscaler, in dem Fall war das AWS, begonnen hat, die Transformation anzugehen. Man hat dann noch einen zweiten Hyperscaler nachgezogen und hat systematisch den Software-as-a-Service-Stack verbreitert, den man nutzen möchte, mit dem Ziel, weil überall dort, wo ich Software nutze, erspare ich mir eigenes Betriebspersonal und kann dieses für wertstiftendere Dienstleistungen nutzen. Und haben damit ja, heute ein 95% Coverage geschaffen innerhalb von 4 Jahren und waren damit eigentlich voll arbeitsfähig im Zuge der Covid-Krise und haben eigentlich die Auswirkungen kaum gespürt. Wenn man es jetzt auf der nächsten Folie anschaut, wie schaut denn so eine typische Workforce von Accenture aus mit über 500.000 Mitarbeitern? So haben wir ca. 65% unserer Mitarbeiter sitzen im Delivery Center und erbringen outgesourcete Dienstleistungen. Sei es, dass Applications outgesourced sind, sei es, dass Infrastruktur outgesourced ist, dass Geschäftsprozesse outgesourced sind. Dort hatten wir das einzige Problem, dass ca. 100.000 dieser 500.000 oder dieser 65%, also auf dieser 335.000 Mitarbeiter noch nicht mit Notebooks ausgestattet waren, sondern mit Shared Devices in den Delivery Centern gearbeitet haben. Das Problem wurde einerseits gelöst, indem wir einfach mit unseren Kunden einfach einmal Vereinbarungen getroffen haben, dass auch unsere Mitarbeiter in den Delivery Centern von daheim arbeiten, dass wir eben die Geräte, die Notebooks hatten, einmal ins Homeoffice geschickt haben, damit
weniger Leute im Office hatten und binnen einem Monat diese 100.000 fehlenden Notebooks ergänzt haben. Und mittlerweile arbeiten alle im Homeoffice. Wir haben dann ca. 30% unserer Belegschaft, die eben im kundennahen Umfeld waren. Das sind sowieso Mitarbeiter, die gewohnt waren, von überall zu arbeiten. Die haben das überhaupt nicht gespürt, mit Ausnahme, dass sie ihre Kollegen nicht mehr gesehen haben. Und dann haben wir 5% Corporate Functions, da war das auch kein Problem. Wenn wir jetzt weiterschauen, dann übergebe ich jetzt wieder an die Lismarie. Lismarie, wir hören dich nicht. Ich wurde gemutet. Haben wir sozusagen uns angeschaut, was ist das Thema so Richtung Tools, Infrastruktur, Security, was natürlich ein wichtiger und ein absoluter Enabling-Aspekt ist für Kollaboration. Aber wir wissen auch, dass sozusagen das allein nicht alles ist, sondern es braucht auch sozusagen, dass man die Mitarbeiter mitnimmt, dass man die Kultur schafft, die so eine Kollaboration auch ermöglicht, dass die Mitarbeiter die Skills haben, befähigt werden, mit diesen Tools und in diesen New Ways of Working auch zu arbeiten und natürlich auch sozusagen die Methoden, die da mit reingreifen. Und auf der nächsten Seite möchte ich da einfach einen kurzen Überblick geben, weil wir natürlich sozusagen sowohl unsere eigene Digital Worker Journey mit Change Management begleitet haben, ja, und hier einfach auch gewisse Trends sehen, die wichtig sind zu berücksichtigen, eben wenn man Mitarbeiter auf ihrem Weg begleitet, Veränderungen wirklich nachhaltig in ihrer täglichen Arbeit umzusetzen. Ein Trend, den wir sehen, ist sozusagen Micromedia, Bit-Sized. Alles, was Bit-Sized just in time zur Verfügung steht, hilft dem Mitarbeiter wirklich in seinem täglichen Doing, genau diesen Aspekt der Information zu finden, den er braucht, um zum Beispiel mit einem neuen Tool zu arbeiten oder sozusagen unmittelbar Hilfe zu bekommen, genau dort, wo es braucht. Ja. Und was wir natürlich auch sehen, ist, dass sich die Aufmerksamkeitsspannen auch verändert haben. Das heißt, diese sozusagen langen Kurse, lange Trainings halt immer sozusagen schwieriger unterzubringen sind und da halt wirklich dieser Bit-Sized-Ansatz aus unserer Sicht sehr gut greift. Das zweite ist natürlich hochpersonalisiert. Ja, jeder möchte sozusagen diese Journey aufgrund von seinen eigenen Bedürfnissen auch gestalten. Man möchte auch personalisierte Hilfestellungen bekommen, die sozusagen den jeweiligen Bedürfnissen auch entsprechen. Den dritten Trend, den wir sehen, anytime, anywhere. Ja, 96% der Mitarbeiter möchten sozusagen ihren primären Informationskanal auch über Tools, über Smartphone nutzen. Ne? Das heißt, das Thema Remote, einerseits sozusagen Zugriff, andererseits auch das Learning Remote zu ermöglichen, war da extrem wichtig. Das Ganze natürlich in dem jeweiligen Kontext. Bei Trend 5 On Demand, genau wie wir vorher schon gesagt haben, es muss wirklich sozusagen zum richtigen Point zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Und sozusagen im YouTube-Style auch konsumierbar sein. Punkt oder Trend Nummer 6, Grassroot Adoption. Damit haben wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Das heißt, wir haben bei uns auch ein großes Change-Netzwerk aufgebaut von Ambassadoren, die sozusagen so das auch wirklich in ihre Einheiten gebracht haben und da auch als Role Model agiert haben, natürlich auch gemeinsam mit den Führungskräften. Trend Nummer 7, Gamified. Das heißt, auch sozusagen da entsprechende Anreize zu schaffen, entertaining zu sein. In der Vermittlung ist dann natürlich auch gut. Also das war sozusagen, das waren die Trends auch, die wir in unserer eigenen Digital Worker Story und im Change Management dazu mit berücksichtigt haben, um eben wirklich die Mitarbeiter auch zu enablen, nachhaltig diese Verhaltensweisen in ihrer täglichen Arbeit umzusetzen und sozusagen in diesem Ökosystem der Tools agieren zu können. Wenn wir jetzt vielleicht noch weitergehen auf die letzte Seite, genau, wir sind ja auch schon fast am Ende der Zeit. Natürlich haben wir uns auch angeschaut sozusagen oder unsere eigene Digital Worker Story auch evaluiert und mit Hilfe eines 360-Grad-Value-Meter die sechs
Dimensionen angeschaut, was der Impact ist, ja, also was bringt uns das. Und ich möchte jetzt vielleicht auch in Anbetracht der Zeit nur noch einige wenige Punkte herausgreifen. Was wir gesehen haben, ist, dass wir in unseren Mitarbeiterbefragungen das Feedback bekommen haben, dass sich die Employee Experience wesentlich verbessert hat und 22% unserer Mitarbeiter sagen, sie sind jetzt happier, also zufriedener in ihrer Arbeit, als es davor waren. Wir sehen auch, dass unsere CO2-Emissionen um 8,8% reduziert werden konnten und auch, dass die Produktivität eben durch diese umfassende Tool-Landscape, ja, und da eben vor allem auch durch Microsoft Office 365 Tools, die wirklich integriert zueinander arbeiten und so auch parallel sozusagen das gleichzeitige Bearbeiten von Dokumenten und so weiter unterstützt haben, dass das wirklich einen Boost in unserer Produktivität in der Zusammenarbeit gebracht haben. Und als letzten Punkt vielleicht noch herausgegriffen, wir haben natürlich auch gesehen, dass Telefonkosten und Travelkosten, also Reisekosten, signifikant reduziert werden konnten. Gut, das war jetzt sozusagen ein Überblick über unsere Digital Worker Story. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und würde jetzt wieder zurückgeben an die Moderation, falls es Fragen gibt. Vielen Dank für den Vortrag. Sehr spannend, auch was einfach so die Trends gerade sind. Im Moment sehe ich keine Fragen im Chat. Vielleicht kommen die ja noch, etwas Zeit ist. Sie sind beide ja auch bei unserer Diskussion dabei, ebenfalls wie die Frau Michaelis und der Herr Bauer. Moderiert wird das Ganze von der Frau Emily Behrens. Sie ist die Expertin im Bereich Cyberresilienz bei Accenture und fokussiert sich dabei vor allem auf die Schnittstelle und die Interaktionen zwischen Mensch und Technologien. Jetzt darf ich an Frau Behrens übergeben. So, ich danke vielmals. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich hoffe, Sie können mich alle hören und sehen inzwischen. Ich freue mich vielmals über die Überleitung und danke Ihnen sehr, Frau Scheiche-Bauer. Jetzt darf ich nun Herrn Bauer, Frau Michaelis, Frau Paschon und Herrn Schwandra zu unserer Diskussionsrunde gesammelt begrüßen. Inzwischen, glaube ich, sind alle selbst vorhanden. Wir müssen auf niemanden mehr warten, Frau Michaelis. Sie sehe ich noch nicht. Vielleicht warten wir noch einen kleinen Moment. Aber können Sie mich hören, Frau Behrens? Genau, hören kann ich Sie. Wunderbar. Das ist sehr gut. Ah ja, die digitale Kompetenz hat auch sehr mich. Gut. Ich danke vielmals. Perfekt. Wir hatten gerade eben bereits spannende Einblicke bekommen in die verschiedenen Tätigkeitsbereiche von Ihnen. Die Frage an alle einmal, was waren aus Ihrer Perspektive die größten Herausforderungen der letzten Monate? Wir starten am allerbesten gleich einmal mit Frau Paschon, infolgedessen Herr Schwander, weil Sie gerade zuletzt gesprochen hatten. Bitte. Sehr gerne. Dann starte ich vielleicht mal aus meiner Perspektive. Also was ich einfach gesehen habe bei den Unternehmen, die wir auch aktiv begleitet haben in diesem vergangenen Jahr, das ja sozusagen wirklich kein einfaches war, ja. Also zunächst mal so wirklich dieser Umstieg ins Remote-Arbeiten, das ja sehr viele Unternehmen betroffen hat. Also es gibt natürlich Branchen sozusagen, wo es vielleicht jetzt weniger ausgeprägt ist, aber gerade so, sage ich mal, die Bereiche, wo ich auch persönlich mit unterstützt habe, da waren wirklich so in kürzester Zeit Großteil der Mitarbeiter im Homeoffice. Und das hat wirklich vor die Herausforderung gestellt, einerseits sozusagen die Tools, die Infrastruktur bereitzustellen, dass die Mitarbeiter also wirklich auch von zu Hause auf die Daten zugreifen können und dann eigentlich diese neue Art der Zusammenarbeit zu etablieren. Ja, also wir haben da viel sozusagen Coaching gemacht in Bezug auf, okay, wie kann man virtuell als Team auch gut zusammenarbeiten, ja? Beziehungsweise auch, wie stelle ich sicher, jetzt wo jeder remote ist, ja, dass ich auch mein Team-Engagement, also dass die Leute sozusagen nicht den Kontakt zueinander verlieren und wirklich sozusagen auch als Team weiter zusammen agieren. Und natürlich sozusagen war es auch eine Herausforderung für die Führungskräfte, sozusagen da wirklich, sage ich mal, auch in diesem Remote-Setup weiterhin das Leadership sozusagen, hat auch eine gewisse Veränderung im Leadership-Style gefordert, ja. Sag ich mal so. Das war soweit so das erste Statement aus meiner Sicht. Dann darf ich die Frage übergehen an Herrn Schwandra. Gerne.
Was wir gesehen haben, war, dass eben viele Unternehmen zu Beginn der Corona-Krise einmal ganz massiv daran gearbeitet haben, ihre Workforce ins Homeoffice zu bekommen und damit auch notgedrungen auch bereit waren, einmal Sicherheitsvorgaben über Bord zu werfen. Wir haben Unternehmen entweder, es hat an Bandbreiten und VPN-Connections gefehlt oder es waren Aufgabenstellungen da, dass die Mitarbeiter mit Standgeräten arbeiten mussten und plötzlich von irgendjemand ihnen Zugriff auf sensitive Daten, Unternehmensdaten von privaten Notebooks geben musste. Das war so in der ersten Phase. Und in der zweiten Phase ging es dann darum, das wieder auszumerzen und den Unternehmern zu helfen, ja, das gewohnte Niveau an Sicherheit bzw. ein höheres Niveau an Sicherheit wiederherzustellen und gleichzeitig auch für Security Awareness unter den Mitarbeitern zu sorgen. Weil eine Workforce, die verteilt im Homeoffice sitzt, ja, ist viel volatiler und vulnerabler, als wenn die im Büro sitzen und miteinander reden können. Und da kommt irgendeine komische E-Mail daher. Und wenn einer auf den Link klickt, dann war es das. Danke. Frau Michaelis, die Frage darf ich gleich an Sie weiterrichten. Was waren aus Ihrer Perspektive die größten Herausforderungen der letzten Monate? Ja, sehr gerne. Ich denke, es war der Verzicht auf die sozialen Kontakte, beziehungsweise das in einem sehr eingeschränkten Ausmaß. Und das trifft sowohl im Privatleben als auch im Berufsleben zu. Es sind, wie ich denke, digitale Tools sehr gut, um Prozesse sehr gut und effizient abzuwickeln. Es hat uns auch ermöglicht, eben im Homeoffice die Arbeit weiter verfolgen zu können, in Interaktion mit unserem Partner bleiben zu können. Das ist sehr, sehr gut. Aber das persönliche Gespräch, im gleichen Raum zu sein, das ersetzt das einfach nicht. Und das hat über die relativ lange Zeit hinweg, würde ich meinen, dass das am Ende des Tages noch die größte Herausforderung ist. Und in Bezug auf das Privatleben dann auch zu sagen, gut, Remote Working, zu Hause arbeiten, Homeoffice, diese Abgrenzung dann auch zu schaffen zwischen Homeoffice und ich sitze zu Hause und die Abgrenzung hin Privatleben und das findet auch zu Hause statt. Das ist sicherlich auch eine Herausforderung, in dem wir alle damit gelernt haben, damit gut umzugehen, beziehungsweise das einfach besser für sich selber zu managen. Nichtsdestotrotz freue ich mich auch auf die persönlichen Meetings wieder und die Interaktion mit unseren Teammitgliedern vor Ort und natürlich unseren Partnern auch. Sehr verständlich. Herr Bauer, wie lautet Ihre Perspektive dazu? Ja, ich glaube, die beiden Lockdowns sind einmal zum einen überhaupt nicht vergleichbar. Der erste Lockdown, ich kann mich noch gut erinnern, also ich war im Jänner selber noch in London bei der BED, also bei einer Bildungsmesse, bei einer großen. Wie ich weggeflogen bin, sind wir schon die Chinesen mit Mundschutz entgegengekommen und ansonsten ist diese Krise in Europa zu dem Zeitpunkt, das war Jänner, Mitte Jänner, Ende Jänner, noch gar nicht angekommen gewesen. Zwei Monate später waren wir nur noch im Krisenmodus. Also ich kann mich erinnern, die Herausforderung ganz am Anfang bestand in erster Linie darin, ganz schnell Serverressourcen aufzustocken, weil wir gesehen haben, dass uns die Bildungsplattformen, die Lernplattformen technisch einfach in die Knie gehen. Also so viele Zugriffe, nämlich und zwar alle zur gleichen Zeit, man muss sich das ja mal vorstellen. Also das ist ja nicht so wie bei einem Online-Shop, wo sich die Last doch einigermaßen über den Tag verteilt. Also man muss ja sehen, der Unterricht beginnt um 7.45 Uhr in der Regel und um 7.45 Uhr sind da zigtausende bis zu Millionen von Zugriffen und zwar in extrem kurzer Zeit zu verkraften von den technischen Systemen. Also das war ganz am Anfang die größte Herausforderung. Es war dann die Fortsetzung, dass natürlich die Politik auch im Krisenmodus war und wir rasch möglichst gute Antworten liefern mussten auf die dringendsten Probleme. Also wo bekomme ich jetzt unterstützende Übungsbeispiele zum Üben für die Kinder zu Hause her? Ja, da ist dann ganz schnell die Edothek gelauncht worden, die ja schon Gott sei Dank gut vorbereitet war, aber eigentlich so schnell war es nicht unbedingt geplant. Ja. Wir haben mit dem Distance Learning Service Portal im April den nächsten Punkt gesetzt. Also wir sind wirklich in einem extrem intensiven Krisenmodus gewesen. Ich kann mich also wirklich erinnern, das Homeoffice war in dieser Zeit extrem intensiv. Also da habe ich nicht viel geschlafen. Ja.
Die zweite Lockdown-Phase war ganz anders. Die zweite Lockdown-Phase war geprägt von viel mehr geplanten Herangehen an die Dinge. Da haben die Dinge in den Schulen schon wesentlich besser funktioniert. Da war man es auch schon gewohnt. Ja, man wusste schon, wie kalt sich das Wasser anfühlt, wenn man dann einmal hineingehüpft ist. Es ist nicht angenehm. Niemand hat sich das gewünscht. Aber im Großen und Ganzen hat dieser zweite Distance Learning Prozess wesentlich besser funktioniert als der erste. Also insofern kann man sagen, haben sich da alle ein Stück wirklich weiterentwickelt. Ich danke Ihnen. Die nächste Frage darf ich gleich wieder an Sie richten, Herr Bauer. Sie hatten es vorhin bereits schon in Ihrem Vortrag angesprochen, aber das Modell, wie wir unterrichten, also insbesondere der Frontalunterricht, ist ja Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte alt. War Corona da notwendig, um endlich damit aufzubrechen und neue Lernmethoden zu entwickeln und zu etablieren? Naja, jetzt könnte ich sagen, was Jahrhunderte alt ist, kann ja gar nicht so schlecht sein, sonst hätte es so lange gar nicht überlebt. Die Antwort gebe ich natürlich so nicht. Also ein guter Frontalunterricht ist immer noch ein guter Frontalunterricht. Ja? Also ich möchte jetzt auf keinen Fall den Frontalunterricht da verteufeln und sagen, das darf gar nicht mehr sein. Nur eines ist natürlich klar. In dem Moment, wo wir den Schüler im Zentrum sehen, wo der Schüler im Fokus des Lernprozesses gesehen wird, spielt der Frontalunterricht keine so große Rolle mehr. Und das ist ein Paradigmenwechsel, der auch für viele Lehrpersonen schwierig zu vollziehen ist. Also ich war selbst 13 Jahre Lehrer, in Summe sogar weit über 20 in einer Fachhochschule auch unterrichtet. Da ist es wieder anders, als jetzt in einer Schule war, in einer Oberstufe, in einer Hack habe ich unterrichtet. Es ist wirklich schwierig, ja, sich selber nicht mehr als den Wissensvermittler wahrzunehmen und zu sagen, ich stelle jetzt mal den Unterricht komplett um. Sie kennen vielleicht pädagogische Konzepte wie Flipped Classroom, da ist man schon vor vielen Jahren in diese Richtung stärker gegangen. Wir haben diese konstruktivistische Pädagogik. Wir haben gerade im Bereich des Digitalen wirklich gute Möglichkeiten, beim Lernprozess anzusetzen, den Lernprozess stärker zu individualisieren und auf die Stärken der Schüler besser eingehen zu können. Das ist natürlich mit einem Frontalunterricht überhaupt nicht möglich. Aber trotzdem. Auch der Frontalunterricht wird, davon bin ich überzeugt, in Zukunft noch eine gewisse Daseinsberechtigung haben. Er wird aber hoffentlich nicht mehr so bedeutend sein wie vor 100 Jahren, weil Sie das angesprochen haben. Und was ich mir eigentlich wünschen würde, ist so eine ausgewogene Pädagogik, wo natürlich der Schüler mit dem, was er lernen soll, mit dem Kompetenzaufbau, mit dem, was wir uns auch aus der Wirtschaft an die Ausbildung, was wir da erwarten, das soll im Mittelpunkt stehen. Der Lehrer wird zunehmend zu einem Begleiter, zu einem Lernbegleiter oder man kann auch sagen zu einem Coach, der den Schüler natürlich auch motivieren muss, der vielleicht auch Stärken und Schwächen erkennt und darauf eingehen kann, der den Lernprozess steuert und auch gestaltet bis zu einem gewissen Punkt. Und der darf auch mal eine spannende Geschichte erzählen. Aber nur spannende Geschichten erzählen, also der reine Frontalunterricht und nur das, das ist natürlich nicht das, was wir uns wünschen. Aber das war auch in der Vergangenheit schon mitunter nicht mehr so. Also wenn ich an meine Jahre in der Schule zurückdenke, so viel Frontalunterricht kommt da gar nicht mehr vor, wie man vielleicht glauben würde. Also die Folie vom Josef L. Reis, die erste, wenn ich mich da zurückerinnere, mit diesem Schwarz-Weiß-Bild, mag schon so sein, dass es immer noch solchen Unterricht gibt, aber es ist eher die seltene Ausnahme. Ich bin da sehr zuversichtlich und weiß, dass unsere Pädagoginnen und Pädagogen da wirklich eine gute Arbeit leisten. Mhm. Wir hatten Sie eben auch von E-Schooling und Distance Learning gesprochen. Was sind da vielleicht dennoch Schwachstellen und Herausforderungen, die man begegnet? Ja, natürlich, es ist hier eingangs schon erwähnt worden, was abgeht, also von der Frau Michaelis, was abgeht, sind natürlich die sozialen Kontakte. Also im Distance Learning habe ich zwar ein Video von mir, also ich sehe sie jetzt sozusagen virtuell, aber es geht dieses Persönliche verloren. Also jemanden in die Augen schauen zu können und da auch eine Reaktion zu sehen, es fehlt einfach. Man merkt auch, wenn Schüler
längere Zeit bei einer Videokonferenz sitzen. Die schalten dann ihre Kamera ab. Man weiß ja auch nicht, was die anhaben. Ja, die sitzen da im Jogginganzug oder manche sind gerade erst aufgestanden und schalten ein und sitzen noch im Pyjama da und dann nebenbei frühstücken. Also ich erlebe das, meine Frau unterrichtet in einer HTL, da kann man das ab und zu, bekommt man das halt mit. Ja. Und soll ja auch von italienischen Ministern passiert sein, dass sie keine Hose anhatten bei einem Interview in der Videokonferenz. Ja, also das ist etwas, wo ich schon glaube, die große Herausforderung im Distance Learning besteht wirklich darin, die Motivation bei den Schülern aufrechtzuerhalten. Das hat sehr viel eben auch mit der Resilienz zu tun, die ja hier auch das Thema ist. Und da nicht locker zu lassen, durchzuhalten, sich nicht aufzugeben, am Ball zu bleiben, das ist halt für Schüler in dem Alter nicht immer leicht. Und ich bin ja gespannt, also die Auswirkungen sehen wir jetzt auch schon zum Teil, welche wirklich schwerwiegenden Nachwirkungen diese Krise nämlich im psychosozialen Bereich haben wird, bis hin zu Krankheitsbildern wie schweren Depressionen. Das ist etwas, was man sich natürlich nicht wünscht. Und daher hoffen wir alle, dass wir das Distance Learning nicht mehr allzu lange aushalten werden müssen. Sie haben gerade eine sehr gute Überleitung zur nächsten Frage gemacht, die ich gleich im Kopf hatte. Wir haben soeben über Herausforderungen gesprochen, aber Distance Learning hat sicherlich auch einige Vorteile. Was sind da vielleicht einige davon? Und wenn Sie es gerade eben angesprochen haben, glauben Sie, wir werden Distance Learning post-Corona beibehalten? Wir werden in bestimmten Bereichen Distance Learning mit Sicherheit beibehalten. Das ist aber nicht etwas, was erst seit Corona möglich ist. Wenn Sie sich anschauen, wie heute Menschen lernen, ist gar nicht jetzt bezogen nur auf Schülerinnen und Schüler oder Kinder. Sie können sich heute zu jedem Fachgebiet über das Internet ein Video oder eine Anleitung organisieren. Ich habe jetzt am Wochenende einen Obstbaum geschnitten. Ich bin kein Gärtner, ich habe keine Ahnung gehabt, wie man einen Obstbaum schneidet. Innerhalb von einer Viertelstunde haben Sie das Wissen. Sie schauen sich 3, 4 YouTube-Videos an. Sie wissen, worauf Sie achten müssen. Ob ich es richtig gemacht habe, weiß ich deswegen zwar immer noch nicht, aber ich habe zumindest bestimmte Kompetenzen in dem Bereich erwerben können. Das ist etwas, was sicherlich bleiben wird. Das hatten wir vorher auch schon. Und dieses organisierte Distance Learning, so wie wir es jetzt sehen, also dass es wirklich kursartig passiert, das hat natürlich schon den großen Vorteil, vor allem in der Lehrerfortbildung sehen wir das, dass die Lehrpersonen dann sich fortbilden können, wenn sie das wollen, wie intensiv sie das wollen. Man kann das in der unterrichtsfreien Zeit machen, man kann das während einer Freistunde machen, also zwischen zwei Unterrichtseinheiten im Konferenzzimmer, wenn ich sitze. Ich kann das in den Ferien machen. Ich kann auch solche Fortbildungseinheiten selber anbieten. Und wir haben schon gesehen, also Frau Sektionschefin hat das ja auch beschrieben, wir hatten in diesem Distance Learning MOOC, der im Sommer gestartet ist, inzwischen über 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Man muss sich das einmal vorstellen. Also das ist eine einzige Fortbildungsmaßnahme. Zeigen Sie mir ein Seminar an einer pädagogischen Hochschule, an einer Hochschule, egal, von mir aus auch weltweit, wo Sie in so kurzer Zeit eine so große Anzahl an Teilnehmerinnen haben können. Also da sprechen wir ja von Massenvorlesungen, wie man sie vielleicht an amerikanischen Universitäten abhält. Ja? Am MIT, da kennt man sowas vielleicht. Aber im kleinen Österreich, in der Lehrerfortbildung, über 20.000 Lehrpersonen, in einer digitalen Fortbildung begrüßen zu dürfen. Also das ist schon wirklich eine gewaltige Geschichte. Und das war auch eine wirklich erfolgreiche Maßnahme. Wir haben fantastisches Feedback bekommen. Die Abschlussquote war weit über 50%, was für einen MOOC enorm ist. Und da bin ich davon überzeugt, dass diese Form von Distance Learning, also im Fortbildungsbereich, tatsächlich auch ein Zukunftsmodell sein wird und das klassische Seminar ergänzen wird, nicht ersetzen, aber ergänzen wird. Und die Vorteile ganz konkret, die liegen ja auf der Hand. Die zeitliche Flexibilität habe ich angesprochen.
und ich muss mich nicht mehr irgendwo hinbewegen, um eine Fortbildung zu besuchen. Ich kann es von zu Hause aus machen. Ja, ich kann sogar, wenn ich auf Urlaub bin, nebenbei, wenn ein Regentag ist, mir eine Fortbildung anschauen. Also das sind die ganz großen Vorteile. Im Bereich der Schüler muss ich ganz ehrlich sagen, nicht diese Form von organisiertem Distance Learning, wie wir es jetzt hatten. Also über Lernplattformen organisiert, aufgabenspezifisch, ja, das kann ich mir vorstellen, aber das hatten wir vorher auch schon. Verstehe, ja. Danke, Herr Bauer. Wir haben Sie eben ja über die Veränderungen im Bildungswesen gesprochen und oftmals ist jetzt auch gerade bei den Vorträgen das Stichwort digitale Kompetenz gefallen. Frau Michaelis, wird Coden neben Lesen, Schreiben und Rechnen jetzt zur neuen Kulturtechnik und muss jeder Österreicher zukünftig coden können? Also ich glaube, dass digitale Kompetenzen, digitale Skills durchaus zur vierten Kulturtechnik geworden sind, beziehungsweise immer mehr werden. Das heißt aber nicht automatisch, dass jeder coden muss. Grundlegend bleiben noch immer sinnerfassende Schreiben, Lesen und die mathematischen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu besitzen, um dann auch im nächsten Schritt digitale Kompetenzen zu verfügen, also darüber zu verfügen. Und beim Coden geht es meiner Meinung nach auch darum, eher die digitalen Kompetenzen zu berücksichtigen, die damit verbunden sind. Denn da geht es ja auch um Kreation digitaler Inhalte. Da geht es um vielleicht auch Problemlösung und Weiterlernen, weil ich eben etwas ausprobieren muss beim Coden, ob das so funktioniert, ob das abbildet, was ich gerne sehen möchte. Und es geht auch um Kommunikation, Kollaboration in dem Team. Also per se denke ich nicht, dass jeder Coden lernen muss, aber dieses Grundkonzept des Codens und das Verstehen, was dahinter steckt, dahinter stehen ganz viele digitale Skills, die für uns im Berufsleben, aber genauso in unterschiedlichen Ausprägungen auch im Privatleben wichtig sind. Ja. Mhm. Danke. Wenn wir unseren Blick jetzt etwas weiten und nicht nur auf die Kompetenzen schauen, sondern auf generelle Auswirkungen, haben sich die Aufgaben von Fit for Internet dann in den letzten Monaten stark verändert? Sind da vielleicht neue Themen aufgekommen? Gab es mehr Nachfragen oder Bedarf? Also per se stark geändert würde ich nicht sagen. Es ist eher die Aufmerksamkeit bzw. das Bewusstsein in den Unternehmen, bei unseren Stakeholdergruppen einfach gestiegen für das Thema. Und das ist der Interesse, wie man eben standardisierten und strukturierten Kompetenzaufbau für digitale Kompetenzen angehen kann. Also was für ein Modell steckt dahinter? Welche Möglichkeiten habe ich, diese zu evaluieren? Wie kann ich qualifizieren und im nächsten Schritt auch zertifizieren? Also ich denke, Covid-19 hat einfach die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein in diesem Bereich auch gestärkt. Und wenn man das ein bisschen runterbricht auf konkrete Zahlen, Daten und Fakten, wir haben ja die Fit for Internet Tools, die ich am Anfang vorstellen durfte, diese unterschiedlichen Evaluierungstools. Und da haben sich die Benutzerzahlen verdoppelt im Vergleich zum ersten Jahr. Wir sind gestartet 2019 mit dem ersten Tool im Mai zur digitalen Alltagskompetenz, haben bis Ende des Jahres 2019 von 20.000 Personen Datensätze abbilden können. Und das hat sich bis zu 19.000 Datensätze in dem Jahr 2020 verdoppelt. So gut wie verdoppelt. Und ich denke, das spiegelt dann auch eben dieses Bewusstsein dafür wider, wie wichtig das ist, einfach auch für sich selber einmal eine Statuserhebung zu haben. Wo sind denn die digitalen Kompetenzen? Auf welchem Niveau bewege ich mich? Und wo habe ich gegebenenfalls Weiterbildungspotenzial? Mhm. Ich danke vielmals. Bevor wir unseren Blick vielleicht auf das Arbeitsumfeld richten, ist eine Frage im Chatfeld reingekommen. Und zwar lautet die Frage, sollten die Kenntnisse nicht in allen Schulstufen, also quasi auch für Erwachsene, adäquat gelehrt werden, um diese sehr rasch im späteren Berufsleben einsetzen zu können? Die Frage darf ich zurückgeben. Würden Sie darauf bitte kommentieren? Also klar, digitale Kompetenzen. Wir sagen ja, ich habe es vorher im Vortrag erwähnt, dass jeder Arbeitnehmer unabhängig vom Bildungshintergrund, von der Funktion, vom Bereich oder Branche, in der man tätig ist, ein gewisses Basiswissen haben muss, um digitale Kompetenzen zu lernen. Und das wird in gewissen Schultypen durchaus ja auch gemacht. Unser Modell oder unsere Herangehensweise ist zu sagen, ab dem 15. Lebensjahr, wo die einzelnen Personen und Schülerinnen und Schüler bzw. jungen Erwachsenen auch Möglichkeit haben, in den Arbeitsmarkt einzutreten, sei es dann im Beruf im Zuge einer Lehrausbildung oder in einem anderen Konzept. Danke Ihnen vielmals. Wir haben es eben schon angesprochen, und zwar das Arbeitsumfeld und das Berufsleben. Die Frage darf ich an Sie richten, Frau Paschun. Wenn wir unseren Blick jetzt auf das Arbeitsumfeld richten, welche Veränderungen haben sich dann im Hinblick auf Corona ergeben?
Ich glaube, wir haben einige dieser Veränderungen ja auch schon sozusagen jetzt im Vorfeld oder auch bei den Vorantworten schon rausgehört. Ja. Also natürlich sozusagen für die Unternehmen, wo ein Großteil der Mitarbeiter ins Homeoffice transferiert ist, hat sich natürlich die Art der Zusammenarbeit fundamental geändert. Ja. Und das ist sozusagen einerseits die Art, wie sozusagen die Arbeit erbracht, verrichtet wird. Ja. Aber auch, und wir uns vorher schon klar, ich glaube, Sie haben es angesprochen, Frau Michaelis, natürlich auch das soziale Gefüge, ja, weil es einfach einen Unterschied macht, ob man gemeinsam in einem Raum sitzt und sozusagen oder sich mal bei der Kaffeemaschine trifft, ja, oder einfach sozusagen diese menschlichen Kontakte hat oder diese Gespräche, die jetzt vielleicht nicht auch in einem formellen Meeting stattfinden. Das ist halt natürlich jetzt massiv erschwert, ja, und eigentlich sozusagen für viele von uns nicht mehr Teil des Arbeitsalltags. Ja. Natürlich kann man versuchen, sozusagen das zu kompensieren durch gezieltes Connecten mit dem Team oder sozusagen, dass man sich halt einfach irgendwie so direkt zusammenruft oder Maßnahmen umsetzt. Ja. Aber ich glaube, so dieser wirkliche physische Kontakt, ja, der fehlt vielen. Ja. Und das ist auch sozusagen das, was wir bei vielen unserer Kunden sehen, dass da schon ein Lechzen ist noch, wann dürfen wir wieder zusammen sein. Ja? Wann kann man wieder die Workshops nicht mehr virtuell machen, sondern physisch. Ja? Trotzdem glaube ich, dass wir aus der Situation auch vieles mitnehmen können, was wir gelernt haben und was man auch in Zukunft nutzen kann. Ja? Verstehe, danke. Genau, vielleicht noch ein zweiter Punkt, vielleicht noch das sozusagen ein positiver Aspekt, ja? Was wir aber natürlich auch gemerkt haben, ist, dass wo jemand sitzt, eigentlich in der jetzigen Situation irrelevant geworden ist, weil wir ja sozusagen virtuell zusammenarbeiten und so das natürlich auch an breiten Pool einerseits sozusagen an Talente eröffnet, den wir nutzen können. Also ich sage, man kann wirklich auf den globalen Talentepool zugreifen, ja. Und so sozusagen auch vielleicht eine überregionale Zusammenarbeit zustande gekommen ist, die man davor sozusagen, also wo man davor vielleicht eher noch Limitierungen hatte, dass man eben an einen gewissen Ort gebunden ist. Also das ist vielleicht auch ein positiver Aspekt, den man sehen kann. Mhm. Ja. Sie hatten gerade als Punkt 1 die Herausforderungen auch angesprochen, die diese Veränderung mit sich bringt. Was heißt das Remote Working jetzt konkret für die Führungskräfte? Welche Herausforderungen begegnen diese vielleicht? Ja, also ich glaube, so dieser, ich meine, Remote Working gibt es jetzt natürlich nicht erst seit Corona, möchte ich sozusagen auch klar sagen, dass viele Unternehmen ja das auch davor schon gelebte Praxis gehabt haben, aber nicht in dem Ausmaß, wie es halt jetzt sozusagen in vielen Unternehmen wirklich dann Realität geworden ist. Und das war schon für viele Führungskräfte eine große Umstellung, ja, weil einfach das Thema Vertrauen an ganz einen anderen Stellenwert bekommen hat. Ja. Also ich sage auch immer sozusagen, die ultimative Remote Working Policy ist Trust, ja? Weil ich meine, das ist ja das sozusagen, was die Grundlage der Zusammenarbeit ist in dem jetzigen Setting. Ja? Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass Führungskräfte, die sozusagen schaffen, ein gutes oder ein gemeinsames Ziel vorzugeben, ja, und eine gute Direction vorgeben, ja, dass das extrem wichtig ist in der jetzigen Situation, ja, dass man weiß, okay, was ist die Richtung, wo gehe ich hin, und so dann kann jeder sozusagen auch remote, weiß sozusagen die Gangrichtung und gemeinsam mit am Ziel ziehen. Ja. Und ein zweiter Aspekt, den wir halt auch gesehen haben, ist, dass das Thema Wellbeing, ja, und wirklich sozusagen Interesse am gesamtheitlichen Wohlbefinden der Mitarbeiter an anderen Stellenwert bekommen hat und dass das jetzt wirklich sozusagen bis hinauf an die C-Level-Agenda gerutscht ist, ja, dass sozusagen das Mitarbeiterwohlbefinden und die Themen rund um Gesundheit, Wellbeing, sozusagen physisch, psychologisch und alle Dimensionen, die das abdeckt, ja, dass das jetzt wirklich sozusagen auch bei Führungskräften auf der Agenda ist. Und das ist eine Veränderung, die wir ganz deutlich sehen, ja, auch belegt durch Studien. Wenn Sie jetzt quasi in eine metaphorische Glaskugel schauen würden und eine Prognose für die Zukunft geben müssten, glauben Sie, wir kehren zu dem alten Normalzustand zurück oder ist es eher ein New Normal, wie der Begriff immer verwendet wird? Hm. Ja, also Prognosen sind natürlich immer schwierig, ja, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, ja, Quote. Aber also wenn mein Blick drauf ist, ja, und der Begriff New Normal ist jetzt natürlich auch schon sozusagen so ein bisschen, ja, ich sag mal, abgelutscht, aber ich glaube auch, dass es sozusagen eine neue Art des Zusammenarbeitens geben wird, auch post-Corona. Ja. Also wir haben jetzt gesehen einfach, dass das Pendel durch im letzten Jahr sehr stark in eine Richtung ausgeschlagen ist und ich glaube, es wird sozusagen nicht wieder dorthin zurückkommen, wo wir vorher waren. Ja.
Also mein Appell wäre auch zu sagen, lass uns schauen, was gut funktioniert hat in dem Jahr, was vielleicht auch Learnings sind, die wir mitnehmen wollen, die wir auch in unsere neue, in unser New Normal mitnehmen wollen, ja, und das beibehalten, ja, und aber ergänzt durch das, was wir jetzt auch in dieser Zeit vermisst haben, ja, eben genau diese sozialen Aspekte, ja. Und dass man sozusagen eine neue Arbeitswelt schafft, wo man das Beste eigentlich aus beiden Welten vereinen kann. Ja. Verstehe. Herr Schwondra, ich darf an Sie überleiten. Sie hatten vorhin spannende Einblicke in den Security-Bereich gegeben. Wie hat sich aus Ihrer Perspektive die Cyberbedrohungslage im Hinblick auf die Ereignisse des letzten Jahres verändert? Haben da zum Beispiel die Cyber-Incidents im Remote-Setting zugenommen? Die haben ganz klar zugenommen, ja, die Anzahl der Cyber-Incidenten, und auch sie sind viel, viel spezifischer gegen eine verteilte Workforce ausgerichtet worden. Das heißt, speziell all jene Cyber-Incidents, die von Organisationen durchgeführt wurden. Das heißt, es wird vermehrt, wir sehen einen dramatischen Anstieg an Phishing-Attacken, an Ransomware-Attacken, ja, wo eben über irgendwelche Mails versucht wird, sie dazu zu kriegen, einen Link anzuklicken, und dann setzt man eben, dann setzt man eben irgendeine Malware in Kraft, sei es, dass irgendwas verschlüsselt wird, sei es, dass irgendwelche Daten exfiltriert sind, werden oder versucht wird, diese zu werden. Und je nachdem, wie gut sie dann aufgestellt sind, wenn das passiert, ist der Schaden ein größerer oder ein kleinerer. Wir haben auch bei einigen Kunden gesehen, dass die jetzt ganz massiv erwischt im letzten Jahr. Es hat auch Kunden gegeben, wo eben genau durch die Covid-Situation und die verteilte Workforce es eben auch dann noch viel schwieriger war, eben also das Ganze zu remedieren und die Angreifer hinauszuwerfen. All das haben wir gesehen. Danke. Wenn wir jetzt, Sie haben es gerade eben angesprochen, quasi die Grundlage aufzubauen und Stichwort Cybersecurity-Sicherheitsnetzwerk. Wie schaffen wir es da, für den Digital Worker der Zukunft so ein Cybersecurity-Sicherheitsnetzwerk zu bauen? Ich glaube, das geht über die Punkte, die ich eben auch schon in meinem Vortrag beschrieben habe, relativ gut. Ja. Wir sind ja gewohnt, sei es beim Online-Banking, dass wir mit Multifaktor-Authentication einstellen. Das wird einfach das New Normal sein, wenn ich sensitive Applikationen anwerfe. Ja. Dass ich dann eben mich mit meinem zweiten Faktor dort einmal identifizieren muss, dass ich klassische Evergreen-Ansätze fahren muss, dass ich immer auf dem letzten Stand der Software arbeite und nicht mit einem alten, ungepatchten und vulnerablen Stand arbeite, dass ich Behavior- und basierte Security-Aspekte habe, die erkennen, wenn ich mich atypisch verhalte und dann Alarme auslösen und mir dazu ein Sicherheitsnetz bieten. Wir arbeiten in einem immer komplexeren und vernetzteren Umfeld, und rein Pulpen bauen funktioniert dann nicht mehr, sondern man muss einfach schauen, dass Security als Enabler und Beschützer, ja, das Schlimmste verhindert. Das Thema Data Loss Prevention wird ein ganz wichtiges in der Zukunft sein, wo mich Systeme einfach davon schützen, dass Daten versehentlich an irgendwen geschickt werden und ich damit womöglich einen Datenschutzverfall erzeuge. Total unbeabsichtigt, ja. Gut gemeint, ich habe einfach die falsche E-Mail-Adresse verwendet und habe Mail an den vorausgeschickt. Wenn das Ding dann nochmal mich fragt, bist du wirklich sicher, dass du die E-Mail an den und den schicken willst, und ich schaue nochmal drauf und ich drück nicht auf den Senden-Button, habe einen Datenschutzvorfall vermieden. Als klassisches Beispiel. Danke. Sie hatten vorhin ja auch das Thema Cloud angesprochen. Die heimischen Unternehmen waren ja vor der Corona-Krise stets aufgrund von, wie Sie soeben gesagt haben, datenschutzrechtlichen und security-bezogenen Aspekten eher cloud-skeptisch. Hat sich hier mit der Krise etwas im Bewusstsein und in der Einstellung verändert? Ich denke ja, weil speziell im ersten, so in der ersten Phase, in der ersten Phase des Lock, im ersten Lockdown, ja, haben wir ganz massiv gesehen, dass Unternehmen einfach mal geschaut haben, wie kriege ich meine Workforce ins Homeoffice und mit welchen Mitteln, ja, kann ich mit denen arbeiten. Man hat dann halt einmal einfach Plattformen wie Zoom, wie WebEx, wie Teams eingesetzt und ohne auch lang darüber nachzudenken, ja, was bedeutet das sicherheitstechnisch. Man hat mal geschaut, wie kann ich meine Betriebsfähigkeit aufrechterhalten und wie kann ich, ja,
wie kann ich meine Workforce weiterarbeiten lassen? Und was man damit erlebt hat, war einfach, dass das Cloud-Mechanismen gut skalieren. Ja, ich zahle es nur, wenn ich sie nutze. Und das ist ein Vehikel, und speziell wenn man das Thema Cloud betrachtet und die Möglichkeiten, wie man Cloud auch datenschutzrechtlich und security-seitig absichern kann, weil ich kann ja meine eigene Verschlüsselung mitbringen, dass die Daten jetzt nicht vom Cloud-Provider per se ausgelesen werden können, sondern kann selbst mit meinen Keys verschlüsseln. Ja, ich kann es entsprechend in Daten, in Datacenters in Europa erhalten. Zum Beispiel Microsoft errichtet jetzt eine eigene Zone in Österreich. Ja, wir haben eben da mit Gaia X, ja, oder ÖCloud momentan Kampagnen und Vorhaben laufen, um auch sicherzustellen, dass die Daten im eigenen Land bleiben. Ich glaube, dass das ganz massiv zur Öffnung beiträgt, und wir werden in den nächsten 2, 3 Jahren dort massiv, ja, noch einiges an Umbruch erleben. Danke Ihnen. Frau Michaelis, da wir so eben von Skepsis in Bezug auf Cloud gesprochen hatten, was würden Sie einem Digitalisierungsverweigerer erwidern? Wie würden Sie dem gegenübertreten? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich finde die sehr, sehr spannend. Per se glaube ich, dass es immer Digitalisierungsasketen geben wird, und das wird für die oder diejenigen auch gut funktionieren. Es ist aber, glaube ich, auch abhängig von der Altersgruppe. Nehmen wir beispielsweise an die ältere Generation, 70, vielleicht sogar 80 plus. Selbst diese hat sich in den letzten Monaten mit der Herausforderung konfrontiert, eben nicht mit den Liebsten in Kontakt zu sein, nicht mit der Familie in Kontakt zu sein. Und da ist dann eventuell durch die Enkelinnen oder durch die Enkel einfach die Möglichkeit geschaffen worden, dass man trotzdem über FaceTime, über Messenger-Dienste miteinander kommuniziert. Und selbst jenen, wo man vielleicht typischerweise sagen würde, die sind eher Digitalisierungsasketen, selbst für diese hat einfach Corona aufgezeigt, wie wichtig digitale Kompetenzen beziehungsweise gewisse Basiskompetenz ist. Und im Berufsleben, und da gehe ich jetzt auf eine andere Altersgruppe hinweg, da wird es auch so sein, dass es für manche Personen die Digitalisierung und digitale Skills eine größere Bedeutung haben, weil sie mehr Einzug hat in das Privatleben und das Berufsleben, und in manchen Bereichen weniger. Aber wenn ich daran denke, dass ich beispielsweise einen Arztbesuch auch meine E-Card benötige, dann ist auch hier auf irgendeine Art und Weise sind meine Daten digital gespeichert. Oder wenn ich eine Transaktion machen möchte, ist das teilweise nur online möglich. Also sich voll und ganz aus der Digitalisierung rauszuziehen, ist die Möglichkeiten dafür werden, glaube ich, immer geringer, weil das Angebot digitalen Services immer mehr wird. Das heißt aber nicht, dass es die Kommunikation und die Kollaboration vollkommen ersetzt, eben mit dem Hinblick, dass soziale Interaktion sehr, sehr wichtig ist. Danke. Wenn ich nochmal den Bogen zurückspannen darf, ist es eine Frage eingetroffen, die ich ebenfalls an Sie richten darf, Frau Michaelis, und zwar zum Thema digitale Kompetenz. Welchen Check der digitalen Kompetenzen würden Sie jetzt einem Schüler der Oberstufe empfehlen zu absolvieren? Also im ersten Schritt würde ich den Themenbereich Alltag nehmen, und im Themenbereich Alltag haben wir Quizzes und Checks, und da würde ich sozusagen mit den Wissensfragen Quiz starten. Und im zweiten Schritt mich auf das Berufsfeld, auf Themenbereich Beruf gehen. Und auch hier gibt es Checks, also Selbsteinschätzungsfragen, Verzeihung und Wissensfragen. Und bei den Wissensfragen würde ich da mit der Kategorie A starten. Ich danke Ihnen vielmals. Sehr gerne. Sofern keine weiteren Fragen in den Chat reingekommen sind, bitte gerne auch im Nachhinein stellen. Eine abschließende Frage habe ich noch, bevor wir zu einer Open Q&A-Session übergehen. Und zwar darf ich die Frage an alle richten. Was ist denn aus Ihrer Perspektive so die wichtigste Erkenntnis des letzten Jahres, um Resilienz in Zukunft weiter aufzubauen? Ich darf vielleicht diesmal an Frau Paschun als erstes übergeben und im Anschluss dessen gleich Herrn Spandra. Genau. Also ich glaube, wir haben gesehen, dass es immer dieses Zusammenspiel braucht zwischen einerseits zu den Tools oder der Infrastruktur, die Zusammenarbeit ermöglicht, ja, aber andererseits auch die Skills der Mitarbeiter, ja, und die Kultur im Unternehmen. Und das ist aus meiner Sicht sozusagen auch mit Blick in die Zukunft einfach wichtig, ja,
und Frau Michaelis, Sie haben es auch schon sehr umfangreich angesprochen, diese digitalen Skills auch in der Workforce wirklich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ja? Weil ich glaube, das ist das Einzige, was ein Unternehmen, also jetzt abgesehen von Tools und Infrastruktur und Security natürlich auch alles wichtige Themen, aber was so ein Unternehmen wirklich auch resilient macht in Zukunft, die Mitarbeiter da wirklich sozusagen kontinuierlich das Skillbuilding zu ermöglichen und zu unterstützen, um einfach die kritischen Skills der Zukunft, die man braucht, einfach in der Workforce aufzubauen. Ja. Mhm. Danke Ihnen. Die Frage darf ich weitergeben an Herrn Schwondra. Was sind da Ihre Erkenntnisse des letzten Jahres? Ja, ich glaube, eines, was alle Unternehmer gelernt haben, ist ihre Krisenpläne und Business Continuity Management Pläne entsprechend zu überarbeiten, weil ich glaube, eine Pandemie im Ausmaß von Corona hat eigentlich keiner vorgesehen gehabt. Es hat zwar teilweise Pandemiepläne gegeben, aber keiner hat vorgesehen, dass es das bedeuten wird, eine Workforce ein Jahr lang ins Homeoffice zu schicken und zu verfrachten, sondern das waren eher als immer so punktuelle, ja, Pandemien, jetzt haben wir mal einen Monat ein Problem und dann geht das weiter. Und ich glaube, dass das Learning sein muss, man muss auf solche Ereignisse vorbereitet sein und sich überlegen, als Learning, ja, wie gehe ich mit solchen Fällen um? Das ist das eine. Das zweite, wir haben in der Vergangenheit sehr viele Fälle gesehen, wo auch Kunden gesagt haben, aus Security oder sonstigen Gründen, Arbeit muss bei mir im Netzwerk stattfinden und muss bei mir im Büro, muss bei mir im Gelände stattfinden. Ich glaube, da haben wir auch gesehen, dass durch Corona aufgebrochen, das trotzdem funktioniert hat, dass man hier gesehen hat, es funktioniert ja trotzdem und das Vertrauen ist da. Und ich denke, dass das Pendel jetzt nicht mehr so weit zurückschwingen wird, wie es in der Vergangenheit war. Mhm. Danke. Die Frage darf ich weitergeben an Herrn Bauer. Was sind Ihre Erkenntnisse des letzten Jahres, um jetzt Resilienz in Zukunft aufzubauen? Also wenn ich es kurz machen soll, dann würde ich sagen, glaub an dich, glaub an deine Zukunft, gib niemals auf. Und auf die Schule bezogen würde ich meinen, dass viele Lehrer jetzt erkannt haben, dass die Menge des Stoffes gar nicht so entscheidend ist, sondern es geht darum, was am Ende bei den Schülerinnen und Schülern auch wirklich angekommen ist. Und ich glaube, diese Diskussion, die werden wir auch jetzt noch weiterführen, denn man glaubt immer von seinem eigenen Fach, dass alles natürlich wichtig ist, weil man ja selber Fachexperte in dem Bereich ist. Alles ist unheimlich wichtig, was man da unterrichtet. Ich möchte jetzt gar nicht ein bestimmtes Fach herausgreifen. Da fällt es schwer, sich von Inhalten zu trennen. Aber ich glaube, jeder Pädagoge, jede Pädagogin muss sich ständig selbst hinterfragen und auch ihr Fach ständig selbst hinterfragen, ob das, was ich da in den letzten 5, 10, 20 Jahren unterrichtet habe, heute noch die gleiche Bedeutung hat wie damals. Und allein schon, wenn ich mir diese Frage stelle, bin ich resilienzmäßig einen riesigen Schritt weitergekommen. Ja, danke Ihnen. Frau Michaelis, wie ist da Ihre Perspektive dazu? Ja, ich darf da eigentlich genau das aufgreifen, was meine Vorrednerinnen und Vorredner erwähnt haben. Ich denke, die große Erkenntnis bei vielen Personen und Organisationen war einfach dieses lebenslanges Lernen. Das ist ja so eine Grundeinstellung, die man hat. Und der Shift im Mindset, sich dann auch selber zu befähigen und sich dessen bewusst zu sein, dass mich das lebenslange Lernen auch weiterbringt, mich als Individuum oder als Organisation einfach fitter sein für die Zukunft, fitter oder besser gewappnet für mögliche weitere Herausforderungen. Das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die man aus dem letzten Jahr mitgenommen hat, weil es das einfach auch aufgezeigt hat. Und dass das Lernen in diesem Zusammenhang nicht immer sein muss, dass man wochenlang beispielsweise einen Kurs besucht, sondern dass Lernen auch in kleinen Häppchen möglich ist, wie beispielsweise Microlearning, und dass man den Unternehmer bzw. den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die Möglichkeit gibt und Raum und Zeit schafft für diese Lerneinheiten. Ich denke, das ist eine gute Erkenntnis aus dem vorangegangenen. Danke für die Zusammenfassung. Ja. Jetzt darf ich ganz kurz die Frage richten an die Moderatorin Frau Scheichelbauer. Gibt es ansonsten noch Fragen im Chat? Ich kann leider nicht alle einsehen. Irgendwelche anderen Fragen, die ich an diese Runde stellen darf, dann bitte moderieren und ich übergebe an eine offene Q&A-Session.
Vielen Dank. Sie haben eigentlich alle Fragen, die über den Chat reingekommen sind, bereits eingebaut in die Fragerunde. Es ist sonst nichts mehr an mich herangetragen worden. Falls es sonst noch irgendwelche Fragen gibt, die noch kommen, können Sie sich gerne an das ADV-Office wenden. Wir würden die Fragen dann gerne weiterleiten. Gut, dann bleibt mir abschließend nur zu sagen, vielen Dank an alle unsere Sprecherinnen und Sprecher für diese interessanten Einblicke und Themen heute. Und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihr Zuhören und ihren Input an Fragen. Ich hoffe, wir sehen Sie bei einer unserer nächsten Veranstaltungen wieder, hoffentlich dann sogar schon persönlich und live. Damit verabschiede ich mich für heute und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.